Hallo, hier ist der Klaus Eckel und ich freue mich, dass ich zum dritten Mal am roten Stuhl sitze. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem Roten Stuhl. Zum dritten Mal bei mir zu Gast und heute aus einem ganz speziellen Grund. Ich freue mich über Klaus Eckel. Servus Klaus. Servus Christi. Warst du das eigentlich? Kannst du dich noch erinnern? Ja, dritten Mal schon, gell? Ja, ich kann mich an beide letzten Mal erinnern. Ja, ja? Haben wir das eigentlich, ja. Aber eigentlich auch recht viele Komplimente für unser Gespräch bekommen. Echt schön, also, freut mich sehr. Guter Dinge, dass wir hoffentlich das steigern können. Wieder kein Shitstorm. Wieder kein Shit. Wir haben uns echt bemüht. Ja, zum dritten Mal freut mich sehr. Gibt, muss ich sagen, ganz wenige nur die dreimal auf dem roten Stuhl. Das ist jetzt völlig wertfrei, aber stelle ich gerade fest, das passiert nicht so oft. Ich habe leider viel Zeit. Ja, bald nicht mehr, muss man dazu sagen. Klaus, ich fühle mich ja unfassbar geehrt, denn du hast jetzt eine monatelange Pause hinter dir und das hat ja auch einen Grund gehabt. Und der Klaus hat sich entschieden, jetzt zum ersten Mal ein bisschen darüber zu erzählen und das auf dem roten Stuhl. Vielen Dank, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Das klingt wie der Anfang einer Selbsthilfegruppe. Das finde ich echt schön. Soll ich mir vorstellen, ich bin der Klaus und genau. Ich war in Auszeit. Und was sind deine Probleme? Was sind deine, musst du dich vorstellen. Ja. Ich bin Bernhard, ich habe keine Probleme. Wunderbar, Gruppe ist zu Ende. Bis nächste Woche. Schöner Anfang, muss man sagen. Na Klaus, darf ich dich fragen, also wie viele Monate insgesamt waren es jetzt? Du hast dich ja vom sozusagen Kabarettbetrieb komplett aus dem Verkehr gezogen, kann man sagen. Ja, es war jetzt nicht übermäßig. Es waren 9 Monate. Ich habe die letzten 2 Vorstellungen am 31.12. letzten Jahres gespielt. Silvester war einmal im Stadtsaal und einmal im Globe. Und dann zu Mitternacht im Globe habe ich eigentlich meinen inneren und auch äußeren Abschied von der Bühne zelebriert und habe gesagt, ich ziehe mich da raus aus dem Spiel. Musstest du da eigentlich einen bestehenden Tourplan, den es schon gegeben hat, komplett canceln? Oder war das schon langfristig geplant, dass man keine Enttäuschungen aussprechen musste gegenüber Veranstaltern oder so? Nein, ich musste leider Veranstalter enttäuschen. Es war irgendwie, es hat sich abgezeichnet, ich habe es noch nicht, wie viele Männer, gerne auch ignorieren wollen lange. Und dann ist es irgendwann für mich nicht mehr gegangen und dann habe ich mir halt rausziehen müssen. Ich habe dann die Veranstalter, aber wirklich, ich habe die meisten persönlich kontaktiert, die ich verschieben musste. Fast alle habe ich erreicht und habe persönlich denen erklärt, ich wollte nicht, dass es die Agentur macht, sondern wow. Ich habe mir dann 2 Vormittage Zeit genommen, habe alle durchtelefoniert. Ich glaube, dass die das auch sehr gut gefunden haben. Also ich war eigentlich irgendwie freudig überrascht, dass ich trotz der Absage ihnen das persönlich sage und nicht über einen Mittelsmann. Und ich kenne ja viele von denen schon seit 10, 20 Jahren. Und da fühle ich erstens eine Verbundenheit und es ist auch so eine Vertrautheit, dass man auch mal sagen kann, wenn was nicht geht. Und ich habe eigentlich eine riesig große Empathie gespürt. Und von mir auch war die Zusage, dass ich eh wieder vorbeikomme und eigentlich das, was in der Branche eigentlich oft, ich finde, in unserer Branche ist es wirklich so, dass es sehr kollegial zwischen Veranstaltern, Kollegen und Agenturen zugeht. Und das hat sich für mich ein weiteres Mal manifestiert. Das war eigentlich eine sehr, ich will jetzt auf keinen Fall sagen, die Krise ist eine Chance, aber ich muss zugeben, zumindest war sie, haben die Leute aus der Krise nicht noch eine größere Krise gemacht, sondern haben mich da unterstützt. Respektvoll und verständnisvoll. Ja. Man muss nämlich eins dazu sagen, ich meine, das ist ja wenigen wahrscheinlich bewusst, was da nämlich, was für ein Rattenschwanz da mit einhergeht, weil du zählst ja zu den ganz, ganz wenigen in Österreich, die kannst du ja sozusagen auf einer Hand abzählen, die monatelang überall ausverkauft sind. Das heißt, und schön, dass du da selber angerufen hast, weil das ist für einen Veranstalter natürlich ein Riesending, wenn die Bude mit 700 oder 800 Leuten ausverkauft ist, schon lange. Ja, also, das wusste ich auch. Und wie gesagt, ich habe gewusst, es wird auch eine problematische Situation für die ergeben, aber ich habe dann sogar, das war ein Abwägen. Also bei mir, ich meine, da muss man schon erzählen, irgendwie, um es da gegangen ist, ein bisschen, es hatte ich schon länger, ich habe nach Corona, wenn man das dramaturgisch ein bisschen aufbaut, habe ich sehr viel spielen dürfen und müssen, weil man auch Karten nachspielen musste, Sachen, die verschoben worden sind. Und habe gleichzeitig ein neues Programm gehabt und ich habe dann wirklich einmal ein Dreivierteljahr draußen drinnen, auf Dachböden, auf Dachterrassen, in
Gastgärten irgendwo bei Minustemperaturen übrig gespielt und ich habe dann gemerkt, das war zu viel. Also irgendwie bin ich auch drauf gekommen, das habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, dass es war auch nicht mehr so altersgerecht, habe ich mir gedacht. Vor allem draußen spielen, wenn es kalt ist, dann spielt man gleich die Nieren. Und ich habe aber vor allem gemerkt, dass ich überhaupt nicht, dass es mir plötzlich nicht mehr entsprochen hat irgendwie. Ich habe dann innerlich schon eine Unruhe gespürt. Und dann war ich sehr unrund eine Zeit lang. Also es hat sich bei mir manifestiert, ich habe plötzlich einen Tinnitus gehabt, ich hatte so einen ziemlich starken Hummer, habe dann auch Gleichgewichtsprobleme gehabt. Ich bin auch einmal hingeflogen, recht spektakulär bei einer Treppe. Das habe ich dann wieder ignoriert, dann hat es mir nochmal hingehaut. Dann habe ich wirklich, und da kenne ich mich jetzt mittlerweile sehr gut aus, ganz großartige Schlafprobleme aufgerissen. Also ich habe wirklich nächtelang nicht geschlafen, bin halt durch alle Räume gegangen, habe Pflanzen 17 Mal gegossen und Fenster 19 Mal geputzt und habe aber weiter nicht schlafen können. Also ich, weder Pflanzen gießen noch Fenster putzen, bringt dich zum Schlaf. Und dann habe ich halt, und ich habe gemerkt, dass ich war immer müder, erschöpfter und ich hatte dann gleichzeitig Großveranstaltungen mit einem neuen Programm. Und ich habe wirklich versucht, das Beste zu geben, aber ich habe gewusst, das Beste, was ich da gerade gebe, das reicht mir schon nicht mehr. Also das geht nicht, das geht sich für mich nicht aus. Also ich habe dann auch, ich habe nicht gewusst, was das ist, ja, und ich mag diesen Überbegriff Burnout überhaupt nicht mehr, weil der schon so überstrapaziert ist. Ich habe nur gemerkt, ich sage das lieber so, dass der Stresslevel, den ich hatte, der hatte einfach mehrere Gründe, ganz offensichtlich. Und das, was ich den Leuten bieten soll, nämlich Humor, Freude und einen schönen Abend, diese kognitive Dissonanz, die dazwischen war, zwischen dem, was ich geben möchte und dem, was ich geben konnte, ging immer weiter auseinander. Das führte zu noch mehr Druck, zu noch mehr Belastung, noch mehr Pfeifen, noch mehr Schwindel, noch mehr Schlafstörungen. Und es ging immer weiter. Dann habe ich mir auch helfen lassen, aber alles Mögliche gemacht. Ich habe auch teilweise zum Schlafen auch Medikamente genommen und so weiter, ist aber wirklich nicht besser geworden. Und ich habe dann gemerkt, ich bin das auch meinem Publikum ein bisschen schuldig, dass ich ihnen zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner kabarettistischen Möglichkeiten, ihnen die beste Leistung gebe. Und ich habe gemerkt, das geht nicht mehr. Ich schwindel mich da ein bisschen rüber. Ich konnte schon gute Vorstellungen spielen, fand auch manche Vorstellungen ganz ehrlich nicht so gut. Das liegt mir schon die ganze Zeit. Glaubst du, haben die Leute das dann teilweise auch schon gespürt oder hast du da so eine Professionalität, dass das, oder fast schauspielerische Qualitäten, dass man das gar nicht sich anmerken lässt, oder? Ich glaube, es gab Vorstellungen, wo es die Leute gespürt haben. Es wurde auch mir von wenigen, aber doch auch zurückgemeldet, dass man merkt, ich bin nicht ganz da, das Programm ist so, ist irgendwie lapidar, ist auch das Programm war mir dann das Neue nicht so wichtig und ich habe da nicht genug Arbeit reingesteckt, finde ich. Ich hätte eigentlich, da bin ich auch dem mehr schuldig. Ich habe schon, glaube ich, dann das Beste aus dem gemacht. Ich habe wirklich versucht, mich bemüht, aber es ist nicht immer gelungen. Ich habe auch zum ersten Mal, da war natürlich in der eigenen Eitelkeit, ist man dann gekränkt, habe ich dann auch ein, zwei durchwachsene Kritiken bekommen. Ich war sehr verwöhnt eigentlich von Kritikern immer. Und die haben eigentlich meistens gut über mich geschrieben und das hat mir sehr geholfen. Und das Schlimme war, ich habe die Kritik mir durchgelesen und ich bin gar nicht in diese Abwehrposition gegangen, in diese Reaktanz. Du sagst, das ist alles ein Schwachsinn, der Kritiker wollte selber Kabarettist werden und hat versagt. Also diese klassischen... die Reflexe, die man dann zeigt, wenn man, ich hab mir das durchgelesen und habe mir gedacht, stimmt. Okay, das war dann sozusagen ein Alarmsignal. Ja, und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass das ist nicht gut, das ist nicht gut für mich. Und ich habe diesen Beruf begonnen, hier gleich ein paar Gassen weiter im Theater am Alsergrund vor 7, 8 Zuschauern, aus einer riesen Leidenschaft heraus. Und ich habe diese Leidenschaft verloren. Und das war irgendwie, weil mich mein ganzes Leben sehr belastet hat. Und das war halt, ich habe dann irgendwie gemerkt, ich muss mir gerade, jetzt will manche wieder sagen, man sagt zwei Begriffe, fallen sofort, Burnout plus Midlife-Krise, weil jetzt bin ich Ende 40, Klassiker für Midlife-Krise plus Burnout. Und natürlich ist nicht jedes Klischee falsch, es sind auch Sachen, die stimmen. Ich glaube, wenn man so Ende 40 ist, dann denkt man nochmal ganz intensiv über sein Leben nach. Gab es auf Ö1 mal einen sehr schönen Bericht, dass es bei Frauen sogar ein bisschen später ist, bei uns Männern sogar ein bisschen früher. Und dass man da einfach nochmal in Zäsur geht mit sich und seinem Umfeld, welches ja meiner Meinung nach so, das habe ich halt für mich entwickelt, aus so vier Säulen besteht, die einfach, glaube ich, beim menschlichen Dasein ganz wichtig ist. Das eine ist diese persönliche Ich-Entwicklung, kann man da irgendwo, was kann man als Persönlichkeit machen? Das zweite ist natürlich die Beziehung, also zu einer Frau oder zu einem Mann, je nachdem, die Liebesbeziehung, wie schaut das aus?
Dann Freundeskreis, finde ich, ist etwas, was man sich auch immer wieder anschaut, der eine Ressource kann, oder er kann natürlich auch ein Energievampir sein. Das Vierte ist, glaube ich, auf alle Fälle die Arbeit. Ob ich eine sinnerfüllte, da bin ich muss ich gleich Viktor Frankl wieder strapazieren, der mich halt da immer wieder geprägt hat, wo ich eine sinnerfüllte und sinnzentrierte Arbeit hatte. Und ich habe wirklich gemerkt, in dieser Phase, wo es mir schlecht gegangen bin, habe ich halt diese vier Säulen einmal für mich überprüft. Und ich muss zugeben, es war nur eine stabil. Und das war mir dann irgendwie, da habe ich gemerkt, dass mein Körper, wie jeder Körper, zeigt dann Symptome. Plus, es kommt natürlich, finde ich, bei allen dazu, es gibt dieses Blues-Feeling seit Corona, finde ich. Es hat sich so eine schwere Wolke auf die Gesellschaft gelegt. Es geht, man schwappt in die Pandemie, dann kann man kurz atmen, dann schwappt man in einen Krieg, dann atmet man eigentlich gar nicht mehr, sondern muss man den Krieg akzeptieren, dann schwappt man rüber in die Inflation. Und dann über dem Ganzen liegt dann noch die Klimakatastrophe, wo keiner weiß, was man machen soll oder hilft es überhaupt noch, was zu machen, und die vielen Fragezeichen. Und wir sind halt Multifaktoren belastet, alle. Und du hast zwei Möglichkeiten. Nämlich, du setzt dich dem auseinander, aber ich glaube, da wirst du irgendwann verrückt. Also verrückt. Verrückt ist eigentlich ein positives Wort, weil man rückt irgendwie sich. Verrückt ist gar nicht so schlecht. Man wird irgendwann für sich nicht mehr ertragbar, so würde ich das sagen. Oder man schirmt sich ab. Ich finde es total spannend. Weil ich habe auch seit dieser Zeit dieses ein bisschen eine kleine graue Wolke und ein Gefühl der Schwere. Mhm. Man hat zwar irgendwie das Gefühl, es ist jetzt wieder alles so wie vorher, aber es fühlt sich trotzdem anders an. Ich frage mich manchmal, ob es jetzt vielleicht echter und direkter ist als vorher, weil vorher war alles so in einer schnell, ein bisschen unreflektierten Welt vielleicht. Ich glaube, dass das Ganze ein guter Reset da war, ein bisschen. Mhm. Um wieder alles ein bisschen neu zu sortieren. Aber diese kleine Wolke, die du erwähnst, die stehe ich auch fest. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, weil ich habe mit noch nicht viel drüber geredet, aber ich glaube, dass ich habe mit vielen drüber geredet. Ich war ja eben auch lange auf einer Reise in Malaysia, in Vietnam war ich 7 Wochen und habe mit vielen Leuten aus allen Ländern geredet, und das war eines der Kernthemen. Das ist eines der Kernthemen, ist einfach, dass wir eigentlich, wenn wir in den westlichen Ländern sind, wir leben ein Leben, das ja nur ganz wenig Prozent der Menschenbevölkerung führen kann. Also wir haben einen Lotto-Sechser mit Zusatzzahl. Wenn du in Österreich geboren bist, fast schon egal in welcher Situation. Also wenn man ein bisschen reist, sieht man, was man da für ein Glück hat. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich, manchmal denke ich mir auch wirklich, dann nehme ich mich auch wieder innerlich bei der Hand und sage mal auf, also sei mal dankbar gegenüber dem, was da ist. Ich habe mich schon wirklich oft gegeißelt dafür, innerlich auch, und bin da auch oft mit mir ins Gericht gegangen, wie kannst du bei so vielen Glücksfällen, die ich hatte in meinem Leben, ich habe so viel Glück gehabt, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich da über irgendetwas jammer, suder oder irgendwie eine Trauer oder Stresssymptome aufkommen lassen und Belastungsstörungen. Da sage ich immer, bitte, wir sind andere Menschen. Allein, wo ich gereist bin, die müssen alle 20.000 Mal mehr belastet sein als ich. Mir geht es wahnsinnig gut im Verhältnis. Und das fand ich manchmal total respektlos gegenüber dem eigenen Lebensglück. Auf der anderen Seite, gibt es immer mehrere Stimmen im Kopf, ist es halt deine Existenz, die du gerade führst. Und jeder kämpft halt seinen Krieg. Es ist Probleme kein Krieg, sind immer relativ, oder? Sind also immer relativ. Und auch der Mateschitz ärgert sich wahrscheinlich, der Junge, wenn die Rosenblätter seinen Whirlpool verstopfen. Also jeder hat sein Thema, und ich habe halt mein Thema, und damit muss man sich auch ein bisschen, weil sonst kann man, wenn man sich immer in Relation setzt, ja, zu in der Geschichte im 16. Jahrhundert, das liegt auch im Programm, wie es den Leuten gegangen ist und uns, was war das für eine Stresssituation in Wahrheit, ja, und da hat keiner gesagt, wir machen Sabbatical, geht halt nicht, ja, so, die Leute waren nur 30, da gab es wenig Perspektive für Sabbatical, aber es ist irgendwie interessant, dass man da, ja, es ist auch wieder, ich finde, mein Lieblingswort ist nach wie vor Ambivalenz geworden, weil ich sage, alles ist so ambivalent. Auf der einen Seite, da sind wir auch beim Reisen, soll man nicht, wegen Klimawandel, ist ja schlecht, fliegen ist wirklich schlecht, ist so, ja. Auf der anderen Seite sage ich Reisen, also nicht in einen Club fliegen und sich dann von einem Amateur bespaßen lassen mit Volleyball, das ist es nicht, aber Reisen,
Reisen, glaube ich, kultiviert das eigene Denken. Das kultiviert auch deine, sage ich jetzt so pathetisch, die Seele, die Psyche, weil du siehst dich in Relation. Du siehst, wie klein du in Wahrheit bist in vielen Situationen, wie unwichtig du manchmal in einer Masse der Reisenden bist. Und du siehst auch dein Leben und deine Sorgen, mit denen du struggles, und wenn du reist, ja, und dann in ein bisschen abgelegenen Dörfer fast, womit die ihre Themen haben. Und das macht, das relativiert vieles. Ohne dass du es laut thematisierst, beginnt es in dir zu arbeiten. Mhm. Und deswegen, ich finde ja, eigentlich sollten die Leute viel mehr reisen, weil ich glaube, wer reist, kann ganz schwer auch rassistisch sein. Weil du siehst, dass wir Menschen alle mit den gleichen Themen irgendwie kämpfen. Wir alle wollen natürlich Anerkennung, Zuspruch, Wertschätzung, Liebe, Freunde. Wir haben diese 7, 8 Themen, die uns alle Menschen weltweit antreiben. Und da gibt's nichts, der ist so und der ist so. Das ist wurscht, wie du ausschaust. Und das macht das Reisen mit dir. Wie ich da lang unterwegs war, viele Gespräche geführt mit Menschen aus allen Nationalitäten. Ich war immer alleine unterwegs, war deswegen sehr viel in Kontakt mit neuen Menschen. Und ich hatte wirklich den Eindruck, wir alle suchen irgendwo das Gleiche. Es ist eigentlich, das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr verbindend in Wahrheit. Irgendwie ist das eigentlich sehr, habe ich das dadurch sehr bereichernd gefunden. Jeder ist irgendwo einmal fremd, gell? Irgendwo ist er wieder fremd und in der Fremde siehst du die Heimat. Das ist ja interessant, was ist überhaupt Heimat? Ich habe oft Heimatsgefühle gehabt im Südvietnam, wie ich mit 3 Australiern zusammengesessen bin, kann ich mich erinnern, in so einem Pub. War das jetzt Teil deiner? Ja, das war Teil meiner Reise. Und wir haben eben über so Familie und so weiter und auch Umbruchssituationen in der Familie gesprochen und wir hatten irgendwie das gleiche, die gleiche Auffassung, das gleiche schlechte Gewissen, und die sind auf der anderen Seite vom Kontinent und ich habe dann plötzlich dort war mein Heimweh gestillt, weil ich hatte es irgendwie, ich meine, das könnten auch Freunde von mir sein zu Hause in Wien oder in Niederösterreich eigentlich und das war irgendwie, das war super, es war lustig, es war tiefgründig und das war ganz, da habe ich überhaupt nur gedacht, ich bin alleine, sondern ich bin eigentlich verbunden und bin überhaupt nicht fremd. Da bin ich mal in einem Wirtshaus ich möchte jetzt überhaupt keinen Ort nennen, aber in X an der Nix, ja, bin ich manchmal am Stammtisch viel einsamer und bin aber 150 Kilometer näher zu meinem Wohnort. Und jeder kennt dich dort. Ne? Und jeder kennt mich dort. Muss man auch sagen. Ein Gedanke von mir, Klaus, das habe nämlich ich festgestellt, ich glaube, da sind wir in derselben Situation. Wir haben ja irgendwann unsere ganz große Leidenschaft zum Beruf gemacht. Gell? Und das ist ja eigentlich das Schönste, also aus meiner Sicht, was einem passieren kann, dass man das, wofür man ganz abgrundtief brennt, zum Beruf macht. Gleichzeitig aber, und manche würden sich jetzt wahrscheinlich verwundern, sage ich nach außen hin, ein perfektes Leben von Klaus Eckel. Trotzdem kommt da an den Grund, an die Grenze, wo es nicht mehr geht. Und da ist mein Gedanke dazu, ich habe festgestellt, wenn man das zum Beruf erklärt, was man so liebt, beschäftigt einen das nicht von 8 bis 16, sondern von 0 bis 24, weil man seine Seele als Produkt verkauft auf eine Art. Und ich war das auch ein bisschen das Problem, weil es ist ja eigentlich total schräg, dass man, wenn man das macht, wofür sein Herz so schlägt, dann trotzdem an diese Grenze kommt, wo man sagt, es geht einfach nicht mehr. Da gibt es mehrere Gedanken, mir sofort einfallen dazu. Das eine, es gibt, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, was du liebst, das kann ich auch umbringen. Ich weiß nicht, von wem das ist, von irgendeinem gescheiten, glaube ich, französischen Philosophen. Ich finde das sehr klug, weil natürlich da steckt die Leidenschaft drinnen. Du hast das Leidenschaft, du siehst ja die Leute, die ein Geschäft selber aufmachen und so weiter und dann auch gar nicht mehr wissen, wann die aufhören zu arbeiten, wenn sie selbstständig sind und sich in dieser Arbeit völlig verfangen und gar nicht mehr rauskommen. Und in der Leidenschaft steckt immer das Leiden eben drinnen. Das heißt, es bedingt diese zweite Seite, sind wir wieder bei der Ambivalenz von allen Dingen. Und das dritte ist halt, wie soll ich sagen, ich habe starke Stresssymptome gehabt. Und heutzutage sagen ja alle Leute, ja, das ist wahrscheinlich so mein Burn oder so weiter. Ich weiß, was immer das ist, das gibt es ja auch psychiatrisch keine neue Definition, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Mir hat mal ein Psychiater sehr schön erzählt, er sagt, er ist dankbar nur über den Begriff Burnout, weil da trauen sich die Männer in die Praxis gehen. In Wahrheit sind 90% der Männer, die vor ihm sitzen, hat er mir erzählt, haben eine Erschöpfungsdepression. Aber mit einer Erschöpfungsdepression ist es halt nicht ganz so, es ist halt nicht so kulinarisch da reinzugehen, also ist auch nicht so bekannt im Freundeskreis, aber Erschöpfungsdepression klingt nicht ganz so das sexy wie Burnout.
Weil er hat auch gesagt, das ist sprachlich sehr spannend. Wir sagen oft, wir wurden ins Burnout getrieben. Das heißt, in der passiven Form. Das heißt, man sagt, man gibt sich eigentlich drei Komplimente. Erstens, ich habe für was gebrannt. Erstes Kompliment. Ich bin so wichtig, dass ich nicht aufhören konnte, ist beim Burnout das zweite Kompliment. Und das dritte, man wird von außen, von anderen in das Burnout getrieben. Also man das heißt, kann selber man ist nichts ein bisschen dafür. In der Opferrolle. Okay. Ich will das jetzt nicht über alle. Es gibt wirklich, noch einmal, ich will mir auch über dieses, die Leute, die erschöpft sind, überhaupt, das ist überhaupt nicht das Begriff, das gibt es einfach, ja. Aber man muss, eigentlich ist etwas, was, glaube ich, in einer schwierigen Phase am wichtigsten ist, ist Ehrlichkeit walten lassen, sich gegenüber. Vor allem zu sich ja, selber, ja, dann kannst oder? Die anderen kannst Burnout erzählen, aber zu sich sollte man sich wahrscheinlich sagen, was habe ich, Erschöpfungsdepression. Man braucht für sich auch keine Schublade finden, aber man muss wahrscheinlich, um Heilung zu finden, muss man Ehrlichkeit walten lassen. Und die tut auch sehr weh. Da muss man auch dann einmal reingehen und sagen, okay, ich bin zwar ein Mann und bin so stark und ich habe immer alles im Griff, aber jetzt ein bisschen gerade, jetzt muss ich offen zugeben, jetzt struggle ich, jetzt wackel ich. Damit muss ich auch umgehen. Ist dir schwer gefallen? Ich tue mir eigentlich mit Emotionen und mit dem Umgang mit denen gar nicht schwer. Ich rede eigentlich gerne über Gefühle. Ich bin halt leider oft sehr verkopft im Umgang mit meinen Emotionen. Ich denke halt über Emotionen nach. Und eigentlich muss man da irgendwie auch, ja, in das Fühlen zu kommen, ist ja manchmal gar nicht so leicht, weil man das oft nicht so, weil man ein bisschen auch Angst vor den eigenen Emotionen. Also hirnlastige Emotionen, ja, gar genau. Nicht gelebte Emotionen. Wo immer sie auch entstehen, das limbische System, das Angstzentrum und die Amygdala, ich meine, das ist ja alles im Gehirn, wo die Ängste auch entstehen. Ich glaube überhaupt diese Kopf-Bauch-Schranke, das ist ja auch in der Wissenschaft, wird das groß diskutiert, ob es das in der Form wirklich gibt. Das ist ja alles auch gerade in großer Diskussion. Also diese Verbindung, ja, die man wir so... Wir sind der Verstand und wir sind das Gefühl und man hat ein Bauchgefühl und das im Stand. Ich glaube, dass viele Sachen, das mit dem Bauchgefühl, ich glaube auch bei mir merke ich, wenn ich unrund bin, schlägt sich das auf den Magen. Das kennen viele Leute. Das Sprichwort gibt es ja schon seit Jahrhunderten, kann man sagen. Und das heißt, da haben die Gefühle definitiv einen Zugang zu somatischen Prozessen. Wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich mich verloren. Ja, du hast gerade gesagt, dass das quasi ja gar nicht mehr so sicher ist, ob es die Verbindung wirklich gibt. Wir waren aber bei Burnout. Den Gedanken wollte ich noch fertig sagen, dass viele Leute sagen, die Arbeit ist dran schuld. Ich habe ja auch oft bei der Arbeit gesucht, musste aber dann auch ein bisschen zugeben in meinem Fall. Ich habe mich dann schon breiter umschauen müssen, was bei mir nicht gerade funktioniert und warum habe ich diese Stresssymptome. Und dann musst du einfach leider halt alle vier Säulen dir anschauen und dann auch einmal bewerten. Und das ist war natürlich auch ein Prozess, den du nicht gerne machst, weil es dann, weil du merkst, das kann kompliziert werden. Mhm. Ist es bei dir, du hast ja Erfolg wirklich, du hast das ja vorher selber schon erwähnt, im Lotto-Sechser mit Zusatzzahlen, du hast in einem anderen Zusammenhang erwähnt, aber auch deine Karriere kann man ja mit dem schön vergleichen. 100%. Ist es auch bei dir vielleicht so ein bisschen eine Flucht vor diesem schneller, höher, weiter der heutigen Zeit? Wobei lustigerweise, was ich bei dir so bewundere, ist, du bist ja bei den sozialen Medien zum Beispiel total zurückhaltend. Mhm. Ich glaube, ich lege dir jetzt in den Mund, man merkt es an der Präsenz, du bist ganz selten auf Facebook oder Instagram, gibt es glaube ich gar nicht. Gell? Also sozusagen, du hast die eh mehr oder weniger schon ein bisschen aus dem Wahnsinn eigentlich zum Großteil rausgehalten, aber trotzdem, ich meine, Seele müssen ausverkauft sein, war bei dir natürlich auch immer quasi garantiert, aber dieser ganze Druck, der da herrscht, spielt das auch mit? Oder? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass für mich Erfolg nicht gleichzusetzen ist, wie viele Leute gerade da vor mir sitzen. Ich hatte eine Vorstellung, kann ich mir erinnern, letztes Jahr vor 2000 Leuten eine Donaubühne tun. Eigentlich könnte wieder mal jeder auf die Schulter klopfen und sagen, du bist gerade am Höhepunkt, oder? Was willst du mehr? Also 2000 Leute kommen bei überschaubar frisch, gutem Wetter, es war ja recht frisch und im Freien und alle wollen dich sehen. Und mir ist an dem Tag, ich glaube, der Abend war ganz gut, da habe ich mich echt hochgekämpft, aber ich habe eigentlich vorher ganz schlecht geschlafen wieder und nachher hatte ich auch meine Themen, muss ich zugeben. Und da habe ich eigentlich gemerkt, der äußere Erfolg und meine innere Befindlichkeit, die haben sich entkoppelt. Also die treffen sich in der Unendlichkeit, aber nicht hier, nicht in Tulln anscheinend. Und ich habe dann irgendwie das öfter schon bemerkt. Ich muss auch sagen, ich bin in den Erfolg reingestolpert. Ich habe natürlich viele Leute gewonnen, irgendwie durch meine Art. Ich kann es auch nicht anders. Ja, vielleicht ist der Humor irgendwann vorbei, dann sitze ich wieder vor 20 Leuten und mache meine Späße. Ist auch in Ordnung. Ich habe es schon einmal erlebt. Ich habe auch nicht mehr diesen Druck nach Erfolg. Ich bin jetzt auch, wenn ich das klingt so blöd, aber ich bin ein sehr wahnsinnig materieller Mensch, der dachte, das Haus möchte ich kaufen und das Auto möchte ich haben.
das löst bei mir nicht so wahnsinnige Glücksgefühle aus. Ich habe mir gedacht, der größte Luxus ist, dass ich diese Auszeit habe. Das ist eigentlich sage ich wirklich, das, wofür ich Geld gerne ausgebe, ist für diese Zeit, die ich dann mit mir habe, in Zeiten, wo es gerade mit mir gerade unangenehm ist. Und ich glaube, wenn ich die Buchhaltung irgendwo gemacht hätte, hätte ich einfach weitermachen können, weil dann wäre ich nicht so in diesem Außen gewesen. Ich bin ja so stark mit meinem Beruf, ich muss den Leuten was bieten. Und ich habe so lange immer mir das Gefühl gehabt, ich kann es ihnen gerade nicht bieten. Ich kann nicht das geben, was ich gern geben möchte. Wärst du unehrlich gewesen? Ja, unehrlich. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, den Zuschauern, weil die kaufen Karten, die checken Babysitter, die fahren teilweise, da sind Leute von Vorarlberg nach Wien gefahren, um sie mit zu sehen. Und dann kriege ich mich nicht ganz auf die Bühne oder schwächle dahin für mich. Ja, oder mach's nicht so, wie dann ist es nicht... Die bringen eine Wertschätzung mir entgegen und ich sollte das auch umgekehrt machen. Und das war der ganz große Auslöser, dass ich gesagt habe, in der Form will ich nicht mehr. Und dann musste ich halt einfach diese Bremse ziehen. Ja? Das ist, noch einmal unter Komikern, also wenn man mit einigen redet, ist das, was ich da jetzt gerade durchmache nach 25 Jahren, wo ich auf der Bühne bin, jetzt, oder nein, 22 Jahre, aber es ist jetzt nichts Überraschendes. Ne? Okay. Also manche gehen damit nach außen, manche... bleiben im Verborgenen mit dieser Phase. Aber ich glaube, die haben wir alle. Ich mache es jetzt gerade bei dir ein bisschen öffentlich, aber auch nicht, weil ich damit ein Outing mache, wo ich ich bin auch nicht arm oder so weiter. Ich glaube, das Leben ist für uns alle manchmal zu viel. Und ich habe vielleicht wirklich den Luxus, es ist auch in der Lotto-Sechser, dass ich es mir leisten konnte, weil so viele Zuschauer da waren, mich einmal aus diesem System rauszunehmen. Habe aber witzigerweise, weil ich sage immer, ich habe ADHS im Endstadium, ich kann ja gar nicht aufhören, dass da weitergeht. Ich habe dann halt ein neues Programm getippt. Da wollte ich dich fragen, wie lange hat es gedauert, dass du wirklich dann akzeptieren konntest, dass nichts passieren soll, einmal für eine Zeit? Lustigerweise bis März ganz gut. Ich war im Februar bin ich geflogen in Vietnam und Malaysia und dann war ich, glaube ich, ja, fast 7,5 Wochen oder so. Und da war ich eigentlich alleine. Und da habe ich wirklich geschaut, erstens mich auszuhalten alleine. Das war mal ein großer Versuch. Und am Abend, ich habe wirklich ganz wenig Internet geschaut und so weiter. Ich habe wirklich gelesen und habe in die Luft geschaut und bin spazieren gegangen. Es war teilweise auch interessant. Ich habe dann viel getippt, aber eher so Sachen, die dir gut, also über dich, was sind die Gedanken, die am Tag so durchgeflossen sind durchs Gehirn. Und wo sieht man, wo ist meine Perspektive, was sehe ich oder was habe ich heute entdeckt oder was waren so... Da gab es früher eine Kinderserie, Dougie Hauser, kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Vielleicht, da hat immer am Schluss so die Moral des Tages eingegeben. Echt? Ja, okay. Ja. Und das habe ich oft denken müssen. Immer am Ende des Tages, heute habe ich gelernt Folgendes. Ja, und das ist eigentlich ganz gut, wenn du das 7-8 Wochen machst, heute hast du Folgendes gelernt. Entweder hast du was vom Außen gelernt, weil du irgendwo in einem Restaurant gesessen bist und wie jemand mit wem umgeht. Das kannst du auch, du kannst beim Reisen lernst du irrsinnig viel, wie Leute mit was Respekt bedeutet. Früher hat man es Tagebuch genannt. Ja, Tagebuch. Aber ich habe ganz wenig reingeschrieben, heute habe ich Fisch gegessen, sondern ja, ja. Ich habe eigentlich gegessen, ich habe nicht böse gegessen, aber gar nicht, sondern es war immer so eine Befindlichkeit oder eigentlich viel Erfahrungen oder was ich gesehen habe, was mir Erkenntnis gebracht hat. Hättest du das früher vor der Zeit vorstellen Nein. können? Also ich glaube, das ist noch einmal, ich hasse den Satz, die Krise ist eine Chance, weil ich sage immer, der Titanic-Kapitän, wenn der das den Passagieren vom Untergang sagt, Freunde, die Krise ist eine Chance. Hätte auch nicht viel genug. Ihr lernt Eis schwimmen. Da hätte er gesagt, ja, also... Darf man da lachen heutzutage? Ja, nein, unbedingt. Über Tod muss man überhaupt viel mehr lachen. Das ist, glaube ich, das Einzige, das ihm den Schrecken nimmt. Mit der Titanic rausgebracht. Ja. Was war mal vorher? Die Krise als Chance wäre in dem Fall. Die Krise als Chance, aber ich glaube sowieso, dass nur wir Menschen, darüber rede ich jetzt auch im Programm viel, sind ja irrsinnig faul. Faulheit ist die Superkraft, sage ich immer. Aus Trägheit passiert wahnsinnig viel. Erfindungen, eben ein Stativ für Fotoapparat oder Kamera, das müsste man auch halten, sondern hat mir gesagt, wie kann man das hinstellen? Ne? Also hat er sich was überlegt. Aus Träger, der Fernbedienung, ich glaube, sie will wieder aufstehen, dann mache ich eine Fernbedienung, einen Aufzug, dann glaube ich, geht er vier Stock. Also aus Träger sind ja 90% der Erfindungen und auch Entscheidungen, dass man in Beziehungen bleibt, die unglücklich sind, behaupte ich zu 90%, man bleibt eigentlich auch aus Faulheit, weil man das alles übersiedeln müsste, dann muss man das trennen, dann ich melde jetzt, du denkst, das geht alles im Schädel durch, denkst du, na, ich bleib, passt schon. Ja, es ist so. Faulheit ist die Superkraft.
Kraft. Ist die mega, ist der größte Antrieb. Und ich glaube, wenn es dir persönlich schlecht geht, ja, also wenn du mal unten bist, ja, dann ist das Gefühl ist viel stärker als die Trägheit, die sagt, das lassen wir so. Weil die Trägheit hat da leider dann, fliegt aus dem inneren Parlament. Weil, aber da braucht es Leiden. Sonst ist die Trägheit immer, hat absolute Mehrheit oft bei Menschen. Weil es kehrt immer so, deswegen leben wir auch in Zeiten, wo die Leute gern bewahren. Deswegen gibt es so ein, man wählt ja auch Rechtsparteien, meiner Meinung nach, aus nostalgischen Gefühlen. Das soll so immer, die haben ja ein einziges Programm, was die haben, ist, alles soll so bleiben wie früher. Ja, aber das früher gibt es nicht mehr. Das ist eine Riesenillusion. Es gibt keine 80er Jahre. Wir werden auch nicht mehr in Telefonzellen gehen und mir ein Vierteltelefon an der Wand klopfen. Das war's. Ja. Es kommt was anderes. Ja. Davor haben viele Leute Angst. Aber es ist halt so. Es ist eben Wandel. Und ich glaube auch, jetzt leben wir natürlich in interessanten Zeiten, was in China ein Fluch ist, aber die bedingen halt auch einen Wandel und es kann sich auch was zum Guten wenden. Vielleicht wird hinterfragt, ob der Mensch wirklich 40 Stunden arbeiten muss. Weiß ich, das haben wir uns mal ausgemacht. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum müssen Kinder 18 Jahre ins Schulsystem gehen und dann arbeiten? Warum arbeiten nicht 7-Jährige schon ein paar Stunden in der Woche und man lernt mit 40 nochmal, geht man in die Schule? Man kann ja alles hinterfragen. Das sind ja alles so Glaubensgeschichten, ja? Die machen halt, weil das war immer schon so. Das ist ja in Österreich, ja, steht in der Verfassung. Aber ich glaube, wenn es dann Krisen gibt, auch im Staat oder auch bei dir als Person, dann ist die größte Chance, dass man sagt, wie können wir es in was Neues drehen? Ja, kreativ betrachtet wahrscheinlich auch eine richtig fruchtbare Zeit jetzt gewesen, nehme ich einmal an, oder? Du wirst wahrscheinlich ganz viel Stoff fürs neue Programm. Hast du auch aus deinen sozusagen neuen Erfahrungen jetzt, wo du dich einfach mit dir selber beschäftigt hast und mit dem Leben und nicht mit Kabarett im ersten Moment, kann man diese Themen auch quasi für Stoff ummünzen jetzt? Teilweise ja, teilweise fehlt mir noch die Distanz dazu. Ich glaube, Humor ist ein Distanzgewinn in Wahrheit. Und manchmal zu manchen Themen fehlt mir ein bisschen die Distanz. Da also bin ich noch zu knapp dran. Im Sinne von ganz verarbeitet? Ja, oder? Also gerade diese Sachen. Habe ich mir schon überlegt, eine lustige Erzählung, was man alles gegen Schlafstörungen schon absurderweise machen kann, damit man irgendwie zum Schlafen kommt. Aber oder gibt es viele Sachen, die halt die Psyche betreffen, ja, wo ich mich aber noch nicht dran traue, weil mir noch die Distanz ein bisschen fehlt. Ich habe aber trotzdem relativ viel geschrieben und ich habe eigentlich ein Programm, aber ich habe eigentlich ein neues Programm geschrieben versehentlich. Ich habe jetzt eigentlich zwei Programme mit gleichem Titel. Ich werde auch irgendwie alles spielen, irgendwie gemischt und werde das ineinander fließen lassen. Was ich aber vor allem jetzt gemerkt habe plötzlich ist, ich habe vieles gelöst. Ich habe mir diese vier Säulen angeschaut. Das war viel Arbeit, da musste die Regel, da habe ich leider wirklich überwinden müssen. Aber ich habe das relativ gut sortieren können und ich habe das und merke jetzt plötzlich wieder, dass ich in einer Kraft bin, dass ich wieder eine Freude habe, in der Früh leicht aufstehe, am Abend binnen 20 Sekunden schlafen gehe, ohne irgendwelche Mittel. Außer, dass ich halt wirklich schaue, dass ich nicht fernschaue, ab 8 am Abend oder 9 oder irgendwie Internet schaue. Das halte ich mir noch dieses Ritual bei. Auch kein Handy im Schlafzimmer, nicht noch schnell TikTok schauen. Das ist ganz schlecht für den Schlaf. Natürlich, man weiß es eh, aber alles, wo man weiß, so wie die Wiese, wo es nicht drüber gehen darfst, dann gehst du erst recht drüber. Ja. Und Reaktanz wieder. Prinzipiell habe ich gemerkt, man muss sich halt dann dem Leben stellen. Das cool. Ist ab und zu die Aufgabe. Voll schön, weil wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, alleine die Tatsache, dass du früher solche Sachen nicht niedergeschrieben hättest, was hast du an dem Tag für dich erlebt oder wie ist dir gegangen? Das ist eigentlich voll viel fürs Leben jetzt, also für nur alleine für dich, da geht es um gar nichts anderes im Außen, sondern nur für dich, ganz viel Schönes dazu. Gab's Ängste im Sinne der Karriere, keine Ahnung, jetzt bin ich so lange weg, hoffentlich vergessen mich die Leute nicht, oder, weil das ist ja in unserer Welt irgendwie schon auch immer ein Thema. Gell? Also. Total, ich glaube, die Angst hatte ich sogar, also die habe ich wirklich gehabt, das habe ich auch mit der Agentur besprochen, ja, wie das jetzt, wo endet das für mich, ja. Dann wurde ihm gesagt, 9 Monate, du bist jetzt nicht 4 Jahre weg, ja, und jetzt gerade die Kartenverkäufe, muss ich echt sagen, da kann ich jetzt echt nicht sagen, dass das mir geschadet hat. Ich bin auch medial weder im ORF, sonst, ich bin bei dir jetzt gerade, aber sonst bin ich eigentlich, entziehe ich mich ja Medien relativ stark.
aus mehreren Gründen halt, ja, irgendwie, das hat, ja, wurscht, das ist auch noch ein Thema vielleicht, aber irgendwie, ja, ich habe, glaube ich, doch eine Fanbase, die kommt. Kannst du hast dich drauf verlassen können. Auf das Verlassen ist immer ein großes Wort, aber die kommen einmal. Weiß man jetzt. Jetzt nachhin. Kann ich mich da verlassen. Ja. Und die können auch davon ausgehen, dass ich ihnen ein gutes Programm abliefern werde. Cool. Ja. Du hast ja jetzt gestern, wir sind in einer super Phase gerade, weil wir sozusagen auch jetzt schon drüber reden können, wie es sich wieder anfühlt. Gestern war dein erster Auftritt wieder nach diesen vielen Monaten. Und coolerweise im Theater am Alsergrund ganz ein schönes Theater, aber ganz, ganz klein und fein. Mhm. Ist das eine bewusste Entscheidung, wirklich da langsam wieder mit kleinem Auditorium reinzuwachsen? Oder? Naja, das Theater im Alsergrund und ich verbinden eine ewige Geschichte. Der Besitzer vom Alsergrund, der Andreas Hutter, der war der Theaterdirektor, ist leider an Krebs verstorben vor einigen Jahren. Und der war eine sehr umstrittene Persönlichkeit, aber der größte Förderer für Leute wie mich. Und auch einige andere. Also ich wollte beim Kabarett am Anfang irgendwann aufhören, weil es sind nicht so viele Leute dann gekommen, die ersten 2-3 Programme. Und dann haben wir gedacht, okay, ich habe eh was gelernt, dann gehe ich halt wieder in meinen bürgerlichen Beruf zurück. Und der hat mich aber immer motiviert. Und ich fühle mich deswegen dem Theater im Alsergrund sehr verbunden, weil ich habe ihm irgendwie auch, der hat immer geglaubt, der hat auch immer zu mir gesagt, Klaus, du wirst mal ein Großer. Und ich habe damals gesagt, da waren gerade 15 Leute mit 9 Freikarten und er sagt zu mir, du wirst mal ein Großer. Also ich wollte ihm fast eine Ohrfeige geben für die Aussage. Aber irgendwie hat er ja auch recht behalten, weil es hat sich ja wirklich, was immer Großer ist, ich kenne auch große Kabarettisten mit wenig Zuschauern, aber ich sage mal, ich bin zumindest ein populärer, der Gabalier unter den Kabarettisten mit vielen Zuschauern. Nicht auszumalen, wenn sie einem nicht gegeben hätte, was vielleicht dein Lebensweg an einer Weiche parat gehabt hätte. Das reicht hätte, für mich, um ihn irgendwie, um weit ins Altergrund zu gehen. Und ja, war voll schön. Und ich finde auch vor 60 Leuten, ich sage immer, vor 1000 Leuten spielen ist viel einfacher natürlich als vor 30. Weil vor 1000, dann finden dich 200 schon gut, dann ist die Stimmung in Ordnung und dann lachen schon, das steckt an. Ich glaube, vor wenigen Leuten, auch wenn man vor 20 oder 30 Zuschauern spielt, so Open Mics und so, dann zeigt sich, ob das was kann, was du da bringst. Mhm. Also ob das Material gut genug ist. Ja. Und da ist es, finde ich, viel spannender. Es ist viel mehr Nervenkitzel im Wald. Ja. Spürst du was Neues jetzt, nach den vielen Monaten auf der Bühne? Nein, ich habe nur gestern, hat mir einer zugesagt, der zugeschaut hat, der hat richtig gesagt, man merkt jetzt eine ganz andere, der hat mich auch gesehen in der Phase und hat es gewusst und gesagt, man merkt eine ganz andere Lebensfreude an dir und schön. Man merkt, du bist locker auf der Bühne wie nie zuvor und das hat mich eigentlich sehr gefreut. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist die halbe Miete für einen guten Abend. Hättest du eigentlich schon frühzeitig, sagen wir vor 3 Monaten, schon Lust empfunden, dass du vorher schon irgendwas in der Öffentlichkeit wieder machst oder auf der Bühne? Oder war das, also, oder kann man sagen, gibt es einen empfohlenen Zeitraum, wo man wirklich merkt, okay, jetzt kommt man wirklich zur Ruhe und hat sich das Positive rausgenommen und kann wieder auf die Bühne? Weißt du, was ich meine? Oder wäre es schon früher so weit gewesen, vielleicht zum Beispiel? Ich weiß nicht, ich habe ja relativ bald fixiert. Ich habe am Anfang meiner Auszeit fixiert, wann ich zum ersten Mal wieder auftrete. Okay, der Termin war von Anfang an klar. Weil ich glaube, da habe ich mich auch beraten lassen, dass es gut ist. Es gibt Leute, die machen nämlich eine Auszeit, das habe ich jetzt dann auch einige kennengelernt, die ins Blaue hinaus, und das ist gar nicht gut. Weil dann plätschert der Beruf oder die Arbeit irgendwie wird nach hinten verschoben und man kommt dann in einen Strudel eigentlich auf der Inaktivität und man hat viel mehr, man kriegt sogar viel Angst vor dem Wiedereinstieg und man schiebt dann ganz viele Ausreden vor, dass man das nicht machen muss. Und ich wollte schon auch die Perspektive für mich haben, okay, ich komme wieder zurück und ich habe kurz nachgedacht, ob der Beruf richtig für mich ist. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich gute 20 Jahre verbracht, mache ich halt was anderes. Ich habe 1000 andere Ideen. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, nach 3 Monaten, es geht mir schon ab. Es geht mir die Bühne ab und das Touren geht mir ab und die Leute und das Umfeld. Und ich war dann wieder, ich war viel im Theater in der Zeit. Also klassisches Theater habe ich mir auch angeschaut, aber ich habe auch viel Kabarett-Comedy angeschaut. Viel. Also noch nie so viel wie zu der Zeit. Aus welcher Überlegung heraus? Ich wollte eigentlich wissen, wie andere tun, aber ich wollte einmal Theater sehen wieder, weil ich war früher öfters im Burgtheater, weil dann dadurch ich selber immer auftrete, nie. Und da haben wir dann ein paar Produktionen angeschaut und gesagt, was kann das Theater heutzutage den Menschen bieten?
Und dann war ich halt natürlich auch bei Kabarettisten und Comedians aus Deutschland. Ich war in der Stadthalle D beim Felix Lobrecht, aber ich war auch bei Klein und Alltag und aber Kabarettisten. Ich glaube, die vor 11 Zuschauern bin ich auch einmal gesessen. Als Einziger. Cool. Und ich habe mir halt angeschaut. Also es war irgendwie, kann ich das jetzt schauen, aha, wie macht es der, kann ich das auch so machen? Sondern ich habe mir überlegt, erstens, was sind die Themen? Weil wir leben ja auch in so einer Zeit, wo alles ein bisschen gefährlich ist. Also irgendwie zum Sagen, weil wir vorher gesagt haben, Shitstorm. Und wir leben in dieser Zeit, wo man sich immer wieder sich auf Messerschneide sich bewegen kann, ob man nicht wieder moralisch was Verwerfliches macht. Also im Sinne von, wie weit geht die Kollegenschaft, was trauen sie sich, was ist gerade noch möglich oder so? Obwohl, ein Gedanke beruhigt mich bei dem Ganzen. Egal, was wir heute sogar reden, da ist sicher etwas, wo man in 30 Jahren eine Triggerwarnung drüber legen muss, weil irgendwas ist in 30 Jahren nicht mehr politisch korrekt, was wir heute ganz normal besprechen. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, wir haben ja damals, wie wir Karl May geschaut haben, oder was, da war das alles natürlich ganz normal, ja, alles. Also da waren alle rassistischen Klischees, wie wir ihn da parodiert haben im Fernsehen, die Faschingsveranstaltungen, was da alles passiert, das war halt damals okay, witzig, oder nicht witzig, aber wir hatten damals nicht, das, wir wollten nicht rassistisch sein. Ich glaube halt natürlich, dass die Zeit über Dinge drüberfährt, so wie über einen Otto-Film. Wenn die Zeit drüberfährt und man macht sich über homosexuelle Klischees sehr lustig, ist das damals, ich habe auch extrem viel lachen müssen, weil es nicht beim Bully Herbig wie er Schwule parodiert hat. Ich weiß, das ist heutzutage nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung. Aber ich finde, dass der moralische Kompass sich ja mit der Zeit ändern darf. Aber ich finde, es ist natürlich schwierig, ein Kunstwerk aus der Zeit zu verurteilen, die einen anderen Kompass hatte. Und deswegen beruhigt man sich immer mit dem Gedanken, in 30 Jahren wird vieles nicht mehr gehen oder vielleicht schon wieder gehen, was heute gerade nicht geht. Das heißt, es ist sowieso alles im Wandel. Da würde ich kurz zwischenfragen, ja. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass sich die Menschheit da gerade auch in gewissen übertriebenen Ausprägungen von was darf man noch sagen und nicht sagen, auch ein bisschen gerade sie komische Einschränkungen auferlegt, die ein bisschen mehr Unmut erzeugen, als es vielleicht bringt? Hast du den Gedanken auch manchmal? Ich glaube, man hat kein Recht auf beleidigt sein. Also man hat, also ich habe das Gefühl, dass viele Leute aufstehen in der Früh und sich überlegen, was kann mich heute beleidigen? Und mich beleidigt auch vieles. Mich beleidigt oft mal der Anblick im Spiegel beleidigt mich unglaublich. Aber ich muss leider die Beleidigung akzeptieren oder ich kaufe mir einen Spiegel mit Photoshop. Mit Filter zum Beispiel. Ja, ich glaube, es ist natürlich haben wir, gibt es welche, die mit den Sensoren ist, was kann einen verletzen? Ja? Humor ist sowieso etwas, was immer über Grenzen geht, deswegen ist immer eine kleine Verletzung da. Ich kenne einen Behinderten, ein bisschen besser, einen körperlich Behinderten, der sagt zu mir, wir haben viel zu wenige Kabarettisten, die auch über Behinderte sich lustig machen. Er fühlt sich diskriminiert, hat man gesagt, weil er nicht vorkommt. Das war auch ein interessanter Gedanke für mich, das kann man nicht machen. Aber ich bin erst in der Gesellschaft angekommen, wenn es über mich genauso viele Witze gibt wie über Politiker. Ja, aber das ist ja total respektlos. Nein, es ist respektlos, nicht über mich Witze zu machen. Also es ist wow, ja, es ist auch, ich glaube wirklich, jeder hat das Recht darauf, einmal verarscht zu werden. Von Transvestiten bis heterosexuellen Cis-Männern, alle dürfen natürlich auf der Schaufel stehen und dürfen einmal beleidigt werden. Und beleidigt heißt ja immer, ich finde ja nicht beleidigen, will ich ja gar nicht, aber ironisiert werden oder zugespitzt werden. Oder ich glaube, da ist ja die Gratwanderung, ob ich jemanden persönlich verletzen will, ob ich ihm wirklich wehtun will oder ob ich irgendwas ironisieren will, eine Eigenschaft. Also der Ton macht die Musik sozusagen. Der macht total, das ist die Sprache, das ist die Kunst der Sprache. Das ist der Nachteil, deswegen bin ich nicht auf sozialen Medien, weil diese Zwischentöne, da der völlig verloren geht. Verloren gegangen. Das ist ja, da tippen wir alle affektmäßig irgendeinen Wahnsinn rein, ja. Und es ist ja irrsinnig stark bei uns Menschen, gerade in Österreich, das Österreichische zum Plattendeutschen ist ja diese Nuancen, wie man was sagt. Der Blick, der dazu kommt, das ist ja alles, das geht auf Twitter nicht abbildbar. Ja, das Schmunzeln danach, das Schmunzeln davor, das nimmt, das, du kannst da einen Stoßdämpfer in einen Satz einbauen oder du kannst da einen Beschleuniger einbauen. Je nachdem, wie du schaust, das ist ja alles im Internet obsolet. Ja? Und ich bin ja überhaupt ein Gegner von diesen Affekten, dass man heutzutage, ich hatte ja schon oft die Idee, dass man jedes Posting frankieren müsste. Oder noch besser ist, glaube ich, die Idee, dass man über jedes Posting eine Nacht schlafen müsste. Und dann steht, wollen Sie das wirklich posten? Damit nicht jeder Rülpser, der in dir aufkommt, ja, zu einem Tweet führt. Ja, ich glaube, da würde viel von dieser ganzen Energie runtergehen. Weil es, ich glaube, einer der gescheitesten Sätze der Großeltern war immer, schlafen wir mal eine Nacht drüber. Ja. Das ist wirklich ein ganz gescheiter Erkenntnis Satz. Nummer eins bei mir in der Corona-Zeit war,
diskutiere niemals direkt in der Emotion. Ja. Das ist, man, natürlich ist manchmal nicht vermeidbar. Kann ich immer Timeout machen, ich treffe uns übermorgen. ja, aber prinzipiell, ich glaube auch, dass wir, ich glaube auch, was wir aus der Corona-Zeit gelernt haben. Schau, ich habe in der Corona-Zeit, ich zum Beispiel, ist ja wurscht, ich will das gar nicht erwähnen, aber ich bin ein geimpfter Corona-Maßnahmenträger, wurde ja auch so geschimpft im Internet, habe aber zwei Bekannte oder einen sehr guten Freund, der war genau gegenteiliger Meinung. Und ich habe das irgendwie eigentlich genossen mit ihm, diesen offenen Diskurs, warum ich das mache und er nicht. Und wir sind bis heute befreundet und ich finde, so muss Gesellschaft... Wäre schlimm, wenn ja, nicht, ja, naja, oder? Ich kenne aber auch ganz andere Fälle. Ja. Und wir haben auch in der Zeit immer wieder Gespräche darüber geführt und ich habe ihn versucht, nicht zu beleidigen, aber schon meine Meinung und er seine. Und ich bin ja auch nie sicher gewesen. Ich bin ja ein andauernder Zweifler. Ich glaube, wie ich mir impfen habe lassen, aber während der Impfung nachdenke, ist das gescheit. Ich weiß jetzt auch, ich verstehe auch manche Argumente jetzt von den Gegnern im Nachhinein ein bisschen besser sogar. Ja? Also manche Sachen waren auch nicht ganz falsch. Ja? Also weil ich finde, da wurde auch meiner Meinung nach im Nachhinein hätte manchmal gegenüber der Impfpflicht und so weiter hätte eine Entschuldigung vom Staat gehört, weil da hat man wirklich Leute in eine Ecke drängt, was einer Gesellschaft nicht gut tut. Man muss leider Meinungen aushalten. Wir sind eine Demokratie, der muss nicht meine Meinung haben, aber ich muss sie aushalten. Man hat einer, kann man sagen, einer Bevölkerungsgruppe hat man freigegeben zum Hinspucken sozusagen. Genau, gell? Genau. Und das war ein ganz eine, und die Leute sich darüber freuen, also du kannst immer auch Teil von dieser Gruppe sein. Immer die eine Schadenfreude empfinden. Aber die natürlich auch wieder haben radikalisiert gegenüber, ich kann mich erinnern, gegenüber mir wurde auch von gewissen Kreisen auch, also nicht viel, aber wurde ich auch als Systemzögling oder weiß der Teufel, ja, konform, ich habe mit der Kurzregierung wirklich nicht viel am Hut gehabt, aber mir wurde der Kurz und der Blümel ständig unterstellt als beste Freunde, also ständig, aber immer, also auch da kam viel Hass und Grant und ich glaube, dass wir uns einfach, da sind wir wieder beim Wort Ambivalenz, in diese Ambivalenz bewegen müssen. Eine große Sehnsucht bei uns Menschen ist ja, wir wollen alle wo ankommen. Wir wollen mit unserer Meinung ankommen. Und wir wollen auch in einer Partnerschaft ankommen. Wir wollen im Beruf ankommen. Und wir wollen vor allem mit der Meinung ankommen. Wir wollen sagen, das denke ich und das ist so. Aber ich glaube, Leben ist aufregend, wenn du nie ankommst. Du musst dir eigentlich immer, deine Meinung steht, ist dauernd auf dem Zug und vor dir. Manchmal kommst du wieder zurück zum Ausgangsbahnhof, dann fährst du wieder weiter, fährst du über ein anderes Gleis. Die Meinungen, das ist alles nur, ich habe irgendwann mal gesagt, darf ich Ihnen meinen momentanen Irrtum präsentieren? Es ist nicht mehr. Ich habe heute eine Meinung, ich schaue mir das, unser Gespräch in 2 Jahren an und denke mir, ist das schon wieder gesprochen? Jetzt werde ich anrufen, delete, entfernen, alles Schwachsinn, das Gegenteil meine ich jetzt. Das ist Leben. Ja. Das Leben ist nicht so, wie ich tue mir mit Dogmen irrsinnig schwer und deswegen, ich bewundere immer Leute, die Öffentlichkeit Irrtümer feststellen und zugeben können, die sagen, aha, ich habe meine Meinung weiterentwickelt oder in einer Diskussion sagen, ich gehe dort mit meinen Argumenten rein, aber ich zeige mich offen, ich möchte was Neues auch aus der Diskussion haben. Also ich möchte ja nicht nur abgeben, sondern vielleicht tut sich da was bei mir, vielleicht ist es ein Wechsel. Es ist ja nicht bei so Fernsehpolitik-Diskussionen, jeder spuckt seine Meinung aus und dann, nachdem er es ausgespuckt hat, am Ende der Diskussion, atmet er tief ein, holt seine Meinung wieder zurück und fährt mit dir heim. Und das ist ja nicht die, das ist ja kein Gewinn für keinen. Ja, das Leben sollte anders funktionieren, finde ich. Ich finde es schön, wenn man sagt, heißt, ich bin heute mit Meinung A in das Gespräch gekommen und dank dem Gespräch fahre ich mit Meinung B heim. War ja. Super. Oder A-B. A-B. Und du sagst, ich habe, ja genau, wir machen ab. Ja, im besten Fall. Ich glaube, wir würden uns alle leichter tun, wenn wir nicht haben die Illusion des Ankommens. Aber in unserer heutigen Welt... Das ist eine schwierige Einleitung. In unserer heutigen Welt ist oder sagen wir so, es ist ja durch die sozialen Medien, finde ich, dieses Geliebtwerden. Man schafft sich seine Bühne, weil man will Likes kassieren. Wir sind in einer Phase, wo jeder am besten von allen geliebt werden möchte. Das ist vielleicht eh schon immer so gewesen, aber ich glaube, die sozialen Medien haben diesen Trigger verstärkt. Und ich glaube, darum ist man auch schneller beleidigt heute, weil man auch so direkt immer gleich das Feedback in einer größeren Zahl kriegt auf den sozialen Medien. Also ich kann mir das mit dem Beleidigtsein schon herleiten, auch, was du vorher erwähnt hast. Wir sind viel zu beleidigt heutzutage. Ne? Ja, schon, aber es ist alles, um was geht es eigentlich? Also ehrlich gesagt,
man muss echt sich überlegen, führt man künstliche Debatten? Natürlich kann man auch hier wirklich gewissen Leuten vorwerfen, das ist eine Blasendiskussion. Ja? Eine Blasendiskussion von, weiß ich nicht, ob wir jetzt eine geschlechtsneutrale Toilette auf den Universitäten haben. Natürlich ist das für Rechtspopulisten ein gefundenes Fressen, weil die sagen, 90% der Menschen haben ganz andere Sorgen. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, die eine Sorge. Man muss sich schon relativieren. Man kann nicht alles gleich behandeln. Und natürlich ist vordergründig wichtig, dass die Leute ihre Grundbedürfnisse der Pavlovschen Bedürfnispyramide gelöst haben. Und dann können wir uns die anderen Sachen anschauen. Und ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird und das Falsche auch von manchen politischen Bewegungen in den Vordergrund geschoben wird. Ja? Und ich... Und noch einmal, es ist kein Kampf. Ich glaube, das hat mir die Reise auch wieder gesagt, ich bin ja schon ein paar Mal gereist, aber wir Menschen haben ganz, ganz starke Überschneidungen in unseren Grundbedürfnissen. Ganz, ganz starke. Und ich glaube, die sollten wir uns wieder in den Vordergrund rufen. Es einigt uns mehr, viel mehr, als uns trennt. Ich habe zum Beispiel, das erzähle ich jetzt mal, ich kenne einen Veranstalter, der ist FPÖ-Gemeinderat oder ja, irgendwo. Ich bin, wie die meisten Kabarettisten, habe ein sehr schwieriges Verhältnis mit der FPÖ. Trotzdem sitze ich mit dem zusammen, wenn ich dort spiele, ich sage jetzt nicht den Ort, und unterhalte mich mit dem. Und der weiß meine politische Haltung, ja, und ich kenne seine. Und ich höre mir das sogar an und wir diskutieren darüber und ich finde, in manchen Dingen, bei gewissen Themengebieten, über die ich mit ihm spreche, ja, haben wir Überschneidungen. Und ich kann mich natürlich jetzt auf dieses, aber ich denke mir, wenn wir eine emotionale Basis schaffen, ja, dass wir in gewissen Themen, okay, da spüren wir uns gegenseitig, dann können wir auch vielleicht in eine härtere Diskussion gehen bei Sachen, wo wir uns nicht spüren, wo wir sagen, wie kann man so einfältig über Dinge denken, die sind gut, die sind böse, da fehlt mir ja am meisten, stört mich an Rechtspopulisten gar nicht, was sie sagen, sondern diese klare Kante, das ist gut, das ist schlecht, das sind die Kanuns, die sind die anderen, so ist die Welt nicht. Die Welt ist sehr wuh, die ist so grau und das stört mich am meisten an Rechtspopulisten. Und über das diskutiere ich und ich glaube, man kann Leute nur überzeugen, wechselseitig, wenn man aber irgendwo eine emotionale Nähe versucht zu erzeugen. Wenn ich gleich sage, du bist der Volltrottel, aber bitte wähle mal nicht die FPÖ. Ich glaube, so wird's ganz schwer funktionieren. Auch da fühle ich mich gerade an die Corona-Zeit zurückerinnert, ja, das war dort da so. Genau, das Gleiche. Du kannst nicht sagen, die Leute sind Idioten. Du hast die Entscheidung getroffen, du bist der Trottel. Ja, genau, das ist so. War sicher, ich habe auch, ja, ich habe mich sogar bei einem entschuldigt, wo ich einmal ein bisschen laut geworden bin, weil da war ich selber gestresst, weil da wieder Auftritte verschoben worden sind und dann habe ich ihm auch irgendwas gesagt, was meiner Meinung nach im Nachhinein respektlos ist und dann habe ich da noch angerufen und gesagt, das war in der Form nicht richtig von mir. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, Klaus, dass wir an dem Wochenende, wo die Sache begonnen hat, unser letztes Gespräch gehabt haben? Das stimmt, ja. Das war spannend. Wahrscheinlich würde da, ich habe es mir jetzt schon lange nicht angeschaut, aber wahrscheinlich würde auch da wahrscheinlich noch vieles dabei sein, was man jetzt natürlich längst nicht mehr sagen würde, weil wir waren damals natürlich in der Phase, wo man noch überhaupt nicht gewusst hat, was das jetzt wird, sondern eher, ich kann mich sogar noch erinnern, wir waren eher so, na schauen wir mal, was, da war das überhaupt nicht, das hat sich ja dann erst sozusagen, ist ja immer schlimmer geworden. Ne? Aber das fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, das war sogar der 15. oder 14. März, da wo der Lockdown ausgerufen. Ich weiß nicht genau, aber ich habe Corona da sehr knapp davor geschrieben. Ja. Du hast vorher gesagt, um was geht's im Leben? Was hast du rausgefunden in den Tagen? Das ist jetzt eine große Frage. Das ist wirklich eine sehr große Frage. Ich weiß es ja auch nicht. Kann man nur immer auf sich selber ummünzen. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich mir zugute halte und die mir hilft, ist eine unglaubliche Neugier aufs Leben. Ich glaube, und das ist auch die Aufgabe vom Schulsystem und auch von sich als Mensch, wie bleibt man interessiert an dem? Wie bleibt man interessiert am Leben? Wie wird man nicht Zyniker und wie wird man nicht resignativ? Also ich glaube, wir alle wachsen ja als kleine Kinder mit einem Feuer in uns auf. Die Babys und so weiter, die haben riesen Augen und schauen das und das und das. Und irgendwann, ich habe mal einen schönen Satz gelesen in einem Buch, fand ich sehr schön. Man wird von einem Warum-Kind zu einem Wird-schon-an-Grund-haben-Erwachsenen. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil man müsste dieses Warum
behalten. Und ich habe auch bei der Krise, wo ich jetzt die Krise hatte oder wo ich diesen Umbruch in mir hatte, auch immer die Warum-Fragen gestellt. Und da war aber wieder gleichzeitig war eben diese Neugier da. Wie kann ich das lösen? Wie kann ich das, wie kriege ich wieder Kraft? Wie sortiere ich mein Privatleben? Wie sortiere ich meine berufliche Zukunft? Was für mache ich? Schreibe ich nur ein Theaterstück? Schreibe ich, was mache ich? Also, und diese, und ich habe gemerkt, aus dieser Neugier kriege ich eine Kraft. Aus dieser Sehnsucht, ich mag das Wort Sehnsucht, nicht Ziel, mag ich nicht so gerne, aber Sehnsucht, weil die zieht so nach von außen, zieht was an dir. Du willst irgendwas vom Leben noch wissen, erfahren, spüren, erleben. Und ich glaube, für mich, wenn ich jetzt alles zusammenfasse, ist irgendwie diese Neugier war weg, eben auch in der schweren Zeit. Mhm. Und ich habe da wieder vielleicht mit dem Benzin ein bisschen reingehaut, aber ich habe das Feuer wieder zum Flammen gebracht. Mhm. Und das ist, glaube ich, was im Leben wichtig ist, ist wirklich, das kann ich ja gerade oder wenigstens beantworten, aber ich habe gemerkt, dass für mich selber kannst du. Das war ja gerade ein schönes Beispiel mit Tulln genannt, mit 2000 Leuten, die für dich eine Karte kaufen und dich sehen wollen. Mhm. Das war also ein Gedanke, den ich im Vorfeld gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, vielleicht auch dieses, wenn man Erfolg in der Dimension hat wie du, dieses bisschen Falco-mäßige, wie in den amerikanischen Charts zum ersten Mal einen Welthit gehabt hat, Nummer 1 in Amerika, was soll jetzt noch kommen? Mhm. Und es ist ja bei Menschen, die ihr Feuer, ihr Innerstes zum Beruf gemacht haben, immer dieses, du hast vorher das Feuer kurz erwähnt in einem Nebensatz, dass man das am Brennen hält. Das ist ja, glaube ich, die große Kunst auch auf der Bühne. Weil das müssen die Leute verspüren. Ich glaube schon, wenn das Feuer da ist, dann kommen sie, weil die spüren das. Die wollen ja wem sehen, der ihnen was gibt. Das ist mir, glaube ich, in den letzten Jahren, nochmal, man kann darüber streiten, ob ich ein guter oder schlechter Kabarettist bin, das ist überhaupt kein Thema, aber ich habe wirklich viele Jahre versucht, Leidenschaft in den Beruf zu legen. Und ich habe wirklich an meinen Texten gearbeitet und versucht, die Leute in 2 Stunden möglichst viel zum Lachen zu bringen und auf gewissem Niveau zu unterhalten. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber diesen Anspruch hatte ich und das ging sich, wie man in Österreich sagt, das gibt es in Deutschland leider nicht, die Formulierung, das geht sie aus. Wie kommt man überhaupt aus in einer Sprache ohne der Formulierung, das geht sie aus? Mhm. Das ist sich für mich ausgegangen. Und dann, wie es nicht mehr so war, habe ich gesagt, dann muss man einfach, das hat mir aber auch wieder gezeigt, dass es der richtige Beruf wäre, weil kommerziell war das natürlich ein Fehler. Kommerziell wäre es gescheiter gewesen, ich hätte mich weitergewurschtelt, hätte 20 Medikamente geschluckt, wäre zu 17 Psychotherapeuten gegangen und hätte Geld gescheffelt. Aber ich habe das nicht begonnen, des Geldes wegen, und ich habe mir gedacht, ich werde auch deswegen nicht weitermachen. Also das darf nicht der Antrieb sein. Das klingt jetzt blöd, aber bei vielen erfolgreichen Leuten ist ja Geld ein bisschen das Abfallprodukt ihrer Leidenschaft. Also sie machen etwas, lieben es. Ich meine, auch wenn man kann über Elon Musk lang reden, aber der war halt ein Nerd. Das ist ein Nerd, das ist ein völlig Verrückter. Und dann hat er gemerkt, jetzt geht es ihm schon ums Geld. Aber am Anfang, auch den Steve Jobs, solchen Leuten, ging es am Anfang, auch den ganzen Kickern, die wollen am Anfang Fußball spielen. Natürlich hätten es gerne, aber die lieben halt das Ding. Und dann plötzlich wissen sie nicht, wohin mit dem Geld. Sehr oft wahrscheinlich. Nee, wenn du aber, das Geld ist wie eine schöne Frau, wenn du es in einer Bar anstarrst, ja, dann schaut es weg. Du musst dem Geld das Gefühl geben, es interessiert mich gar nicht. Und dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, weil die so, ja, das merkst du auch bei YouTube immer, wenn wir vielleicht vorher auch geschalten haben, in 2 Wochen mache ich dich reich, wenn du bei mir den Kurs, ja, sollen wir vielleicht als Werbespot kannst du immer sehen. Ja, so, und das heißt ganz eisern, ich stehe auf, um Geld zu verdienen. Und erstens ist es sinnentleert, bringt dir nichts, es erfüllt dich innerlich nicht. Und zweitens, ich glaube, so verdient, paar werden schon so verdienen, aber ich glaube, die meisten, die Erfolg haben, haben das ein bisschen zufällig. Ich finde es ja ein altes Naturgesetz, dass die Sachen, die man nicht mit Gewalt an sich heranziehen möchte, dann, also wenn man es mit Gewalt, dass dann nicht funktioniert. Nein, dann, ja. Es gibt auch andere Beispiele, gell, wo es. Ja, es bedarf schon dann innerhalb dessen eines Ehrgeizes. Ne? Es ist schon so, dass man akribisch an Dingen arbeitet, damit sie gut wären. Ja? Also zum Beispiel, ein schönes Beispiel finde ich den Paul Pizzerra, den habe ich noch damals gesehen vor 100 Leuten im Theatercafé, aber ich habe schon recht
früher haben wir irgendwie auch kurz mal drüber geredet, er will Musiker sein, eigentlich Musiker und möchte sein Gitarrenspiel verbessern und sein Singen. Und er hat sich eigentlich wahnsinnig gesteigert, weil er seine Leidenschaft spürte und auch den Ehrgeiz, er möchte besser werden. Und er ist auch ein Zweifler und er sucht und er übt und er hört sich's an und arbeitet nochmal dran und an seinen Texten und ist ein unglaublicher, akribischer Arbeiter. Also jetzt sich nur darauf verlassen, dass der Erfolg dich küsst, ist alleine dann auch zu wenig. Er küsst dich dann schon lieber, wenn du ihm auch mit Leidenschaft entgegentrittst. Spürt er sich quasi jetzt für dich so ein bisschen wieder wie damals an, nach der Pause? So ein bisschen mit dem, wieder an den Urgedanken des Beginnens als Kabarettist. Ja, weil ich im Allsekund meinen ersten Auftritt hatte, in Wahrheit ja. Aber auch nicht, ich denke mal, ja, ich glaube, gerade für diesen ganzen Showbereich ist es wirklich, das schafft man, glaube ich, nicht über 40, 50 Jahre durchgängig da draußen stehen. Es ist eine irrsinnige Anspannung. Irgendwie, du musst Leistung bringen, die Leute kaufen einfach Karten. Wenn man sich dann durch den Vorhang schaut und dann sieht man plötzlich 1000 Leute, die warten darauf, dass es heute lustig wird und haben sich freigenommen und eben Babysitter und waren vorher essen und haben Freunde und die Eltern eingeladen und der ist so lustig und empfehlen dich. Oder die, ja, und du denkst, yes. Und ich ab und zu spürst du diese Erwartungshaltung, ist eh schlecht. Sollte man eigentlich weg. Aber und dann merkst du, ich kann das vielleicht nicht erfüllen, ja? Oder jedes Programm muss besser sein. Es ist ja, die Leute sagen ja, das letzte war so lustig, das nächste wird noch besser, ja. Bist du da anfällig gewesen für solche? Ja, ich bin nach wie vor. Natürlich bin ich halt die Pointenmaschine und ich weiß auch, wenn es da 3 Minuten mal still ist im Saal, da wäre ich unrund. Echt? Und dann schreibe ich um. Also ich bin da natürlich, ich bin da sicher ein militanter Komiker, der da drüber fährt über Texte und Passagen wegwirft, wenn es nicht funktioniert. Kannst du hast dann dem gearbeitet da in der Freiheit? Ja, jetzt könnte man natürlich, es ist ambivalent. Auf der einen Seite sagen, nee, der will ja noch wieder Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit. Ja, ja, ist, weil Lacher ist ja Liebe in Klatschen und Lachen vor, in der Form des Lachens und Klatschens. Auf der anderen Seite nehme ich den Beruf des Komikers ernst. Ich finde, der Komiker muss lustig sein. Ich halte auch jetzt nichts von ernstem moralischen Kabarett und gleichzeitig muss der Komiker nicht flach sein. Also es muss nicht flach sein. Es kann mir ein Wesentliches verhandeln, aber es muss lustig sein. Ich glaube, das ist ja das Schwierige an unserem Beruf. Ist ja, manche wollen lustig sein, aber das interessiert mich dann auf das Thema vielleicht nicht. Oder sie wollen sehr moralisch und ernst sein, aber das ist dann nicht lustig. Und ich glaube für mich, und ich versuche mit dem anderen, und ich schaffe es auch nicht immer und oft gar nicht und dann wieder besser und dann muss ich umarbeiten. Aber ich finde auch die großen Komiker, die ich großartig finde, sind Leute, die mir etwas erzählen aus der Gesellschaft, was interessant ist. Was meistens ein Thema, worüber man sich ernst unterhalten kann. Aber gleichzeitig ist es so aufbereitet, dass du dir denkst, wow, ist das witzig. Gut, ich glaube, es geht ja letztlich nur darum, ob man sich selbst von der Aufmerksamkeit abhängig macht, um sich als bessere Person zu fühlen, oder? Das ist doch die einzige Frage, die man sich stellen muss. Also inwieweit brauche ich das Publikum, um selbst das Gefühl zu haben, ich bin was wert oder so, oder? Weil das ist ja, glaube ich, die große Frage. Aber ich werde ganz viele Leute nicht mögen. Mich werden ganz viele Leute, mich mögen viele Leute, aber ich wahrscheinlich, vielleicht genauso viele Leute mögen mich nicht. Die würden nie zu mir kommen, ja. Das heißt, wenn du um diese Aufmerksamkeit poolst, es ist, wenn du unbekannt bist, möglich 2 Leute und 2 Leute vielleicht nicht, weil dich nicht mehr kennen. Wenn du bekannt bist, möglich vielleicht 20.000 Leute, aber es werden dich auch 20.000 Leute ablehnen. Das heißt, du kaufst sowieso immer die Kehrseite von der Beliebtheit auch. Damit musst du umgehen können. Also du musst immer umgehen können, dass du viele Nicht-Fans auch hast. Sonst ist man schnell wieder genau an demselben Punkt. Also schnell wieder genau an demselben Punkt und ich bin jetzt nicht, man muss sich irgendwann einmal klar werden, die Leute, deren Aufgabe ist es, nicht dich zu lieben und deine Aufgabe als Mensch ist es aber auch nicht, es allen recht zu machen, sondern für dich ein stimmiges Leben zu führen. Ich glaube, manchmal gefällt mir das Bild mit der Stimmgabel, ne? Da hast du eine Stimmgabel und hörst einen Ton und dann hörst A, glaube ich, oder? Bei der Stimmgabel ist meistens, ja. Und ich glaube, dass jeder von uns, das klingt jetzt so pathetisch, aber so eine innere Stimme, also einen Ton hat, einen Kammerton, einen inneren, ja. Also den hat er, ja. Und man kann sich von dem wegbewegen, aber wenn man zu sehr verstimmt ist von seinem eigenen inneren Ton, ja, dann kriegt man Probleme. Und wenn man sich dann anpasst an das, was die Leute wollen für einen Ton draußen, Und man schraubt wie am Gitarrenhals ewig lang, bis man den Ton trifft von den Leuten, dann hast du ihn vielleicht, aber dann merkst du innerlich,
bist du verstimmt. Es ist nicht dein Ton. Du bist verstimmt, ja, und es ist nicht dein Ton. Und deswegen, es macht doch ganz wenig Sinn zu überlegen, was machen die anderen. Ich habe mir zum Beispiel schon vieles angeschaut, aber ich habe mir nie überlegt, wie es kann ich da übernehmen, weil ich mir denke, ich kann das nicht besser wie der. Der macht das am besten und ich muss meins am besten machen. Und ich glaube, viele werden es nicht so machen können wie ich. Und was ich auf der Bühne jetzt gerade mache, ist schon, ich habe mir die Themen durchgelesen, über die ich rede. Da geht es einfach um Stress und da geht es auch um, da geht's, um Innovation, Fachkräftemangel, um lauter Themen, die mich interessieren. Auch um Resilienz geht es lang, ja, oder um unsere Widersprüche geht es lang. Das sind Themen, die sind welche, die mich interessieren. Und über die rede ich. Und wenn wer sagt, du, pff, das ist aber nicht meins, okay, ja, einfach, ja, dann gute Reise und du vielleicht findest du einen Komiker deines Vertrauens, der das besser bedient. Eckel spielt sich wieder, heißt ja, aber das ist nur so ein Spiel. Ich spiele da eigentlich, ich habe nicht gewusst, was ich mache. Ich habe gesagt, ich wollte jetzt eine Lesung machen von 9 Texten, damit halt lesen, ich kann nicht gut lesen. Also ich kann schon lesen, aber ich, so vor, also Erwin Steinhauer, wenn der liest, ja, dem würde ich mal gerne meine Texte geben, der liest ja, der könnte ja den Beipackzettel von einem Rezept vorlesen. Und das ist noch immer geil, ne? Noch immer geil, ja. Ich kann das nicht so gut. Also ich musste das dann ganz schnell lernen und es war zufällig jetzt 2 Stunden neues Programm da und jetzt spiele ich das und der Eckel spielt sich wieder und das wird wieder in Fragmenten reinfließen, in wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Ich werde jetzt irgendwie mit einem Ding auf Tournee gehen, das eine, ich glaube, da fetzt sich einmal durch alle gesellschaftlichen Themen durch in 2 Stunden. Und ja, das man ist darf gespannt sein. Weil ich finde, der Titel lässt sehr viel Raum für Spekulationen. Über Eckel spielt sich wieder. Eine Interpretation könnte sein, die Kunstfigur steht wieder auf der Bühne und der echte Eckel hat sich zu Hause erholt, aber jetzt kommt der Kunstfigur Eckel wieder und spielt sich wieder. So, wäre eine Interpretation. Oder ich habe mir dann auch gedacht, spürt sich ja, wieder. Ist auch so. Es ist auch, also der ist wieder bei sich ja. Und spielt sich wieder. Gell, so, spürt also, sich wieder. Also ich finde, für mich war eher Eckel spürt sich wieder. Ja. Ist mehr, also deswegen Eckel spielt sich wieder. Und das war eigentlich für mich, wie gesagt, es sind nur 6 Vorstellungen. Und da habe ich jetzt eben gestern zum ersten Mal, und es war gestern schon ein sehr, sehr feiner Abend, und ich habe auch gestern gemerkt, es freut mich wieder. Ich bin rausgekommen und es ist gelaufen und die Leute, und ich war gut drauf und ich hatte Spaß am Beruf. Alle Ängste umsonst, gell? Ja, alle Ängste nicht umsonst. Sie werden auch vielleicht wieder kommen in anderer Form. Aber, ich meine jetzt, wenn man sagt, du hast die Angst, vergessen zu werden. Nein. Das, gell? Ja, dies vielleicht. Auch ein Lernprozess, dass man sich schon auf das verlassen kann. Ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig. Man muss sich einfach im Leben auch auf sich selber einfach verlassen können. Der schönste Satz im Austropop ist, für immer jung, wenn du Vertrauen hast in dich selber, dann brauchst du keine Versicherung. Genau. Das ist, finde ich, wenn ich den ganzen Austropop auf eine wunderschöne Zeile zusammenfassen würde, dann für die Zeile in Für immer jung. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich es auch immer höre, weil das so wahnsinnig gescheit ist. Aber es ist gleichzeitig bei mir auch eine Sehnsucht. Ich habe nicht so viel Vertrauen in mir selber, wirklich nicht. Ja? Aber immer, wie ich es gehört habe, ist es Wahnsinn. Das ist der Sehnsuchtsort. Dieses Riesenvertrauen in sich selber haben, das wird schon gut gehen. Ja? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin auch in der Außenbetrachtung bei anderen immer gescheiter als bei mir selber. Wer nicht? Also ich bin auch extremer Zweifler. Und darum hat mich auch das Thema so interessiert, weil ich finde den Schritt so groß, dass man wirklich sagt, man tut sich einmal ein paar Monate raus. Weil das muss wirklich aus einem selber rauskommen. Das ist nicht, wo man sagt, na, ich tue jetzt einmal, red mir ein, ich muss mal 9 Monate Pause nehmen, weil ich muss zur Ruhe kommen. Es muss von so tief unten kommen, weil ich glaube, sonst schadet es einem noch mehr, wenn man das nicht wirklich von ganz tief unten will, die Pause. Ja. Oder? Weil sonst schummelt man sich selber in die Taschen und dann macht man es vielleicht sogar noch schlimmer. Weil, scheiße, hoffentlich vergessen mich die Leute, dann kommen voll ureigene Ängste. Also da hängt so viel dran, finde ich. Entschuldigung, ich habe jetzt voll ausgeholt. Nein. Unsere Redebalken sind eh, ich bin 90%. Das ist ja auch so. Also, ja, so soll es sein. Nein, bitte. Aber du bringst halt immer Themen, die mich dann wirklich zum Laufen bringen. Ja, schön. Und ich habe eigentlich... das ist ja auch etwas zum Beispiel, das war bei mir so, weil ich halt immer schon so ein Karussell hatte. Ja? Also ein Karussell, ich mag auch diese ADHS-Diagnosen, kann man diskutieren, aber ich kenne das zum Beispiel, ich habe irgendein Psychiater das mal in einem Podcast erzählt, dass Leute, die ADHS haben, so ein Karussell im Schädel haben, so wie das Ringelspiel, ne? Da war der Feuerwehrauto, dann kommt der Polizeiauto, dann der Kutsche und das fährt die ganze Zeit in einem Schädel und so ist mein Schädel. Die ganze Zeit, wumm, wumm, seit eigentlich meinem... Seitdem ich denken kann, rennt da ein Karussell
Und ich habe versucht, auch mit dieser Auszeit bin ich dann drauf gekommen, die Karussellbremse zu ziehen. Ich habe dann auch gemerkt, alle meine Themen, die auch unbehandelt sind, eben aus diesen vier Säulen, die ich vorher dir gesagt habe, haben weiter so immer Karussell hin und her gefahren. Und ich habe gewusst, ich muss mich aus dem rausnehmen und die Bremse mal anziehen. Das Karussell, du kannst das deiner Haut nicht hupfen, das dreht weiter. Es dreht, aber vielleicht das Tempo ist anderes. Vielleicht bleibt das Polizeiauto mit 20 Sekunden stehen. Vielleicht nicht das Polizeiauto, das tun wir gleich weg, aber irgendwas anderes. Das Pferd. Ja. Das Pferd, ja. Aber lustigerweise kann man da ja wieder parallel dazu feststellen, dass diese getriebene Art, nenne ich es jetzt einmal so, wieder dich auf der Bühne zu dem macht, was du, was die vielleicht auch so ein bisschen einzigartig, also ich meine, sie ist sowieso einzigartig, aber was mitunter deinen Stil auch ausmacht, den die Leute so lieben, wo bam, 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 nach der Reihe. Also da beruflich gesehen, muss man ja wiederum sagen, ist ja fast der Trademark eigentlich. Als Komiker ist es, glaube ich, sowieso von Vorteil, den Schaden, den man hat, der eigentlich verrückt ist, das, was nicht normal ist, sondern das Verrückte an einem zu präsentieren. Ich glaube, auch am Anfang habe ich versucht, eher Sachen zu vermeiden. Ich habe wirklich versucht, langsamer zu reden und anders sogar Figuren und irgendwas. Weil ich habe gedacht, mit meiner Hektik und mit meiner assoziativen Art kann ja kein Mensch umgehen. Das ist ja für mich schon ein Wahnsinn. Aber in Wahrheit ist es ja mein Asset. Ich bin eigentlich draufgekommen, das wollen die Leute. Vielleicht lachen die Leute auch oft über mich, weil sie denken, Gott sei Dank habe ich nicht so einen Gletscher. Ja, es ist ja eine Erleichterung. Die denken sich, meinen Gletscher habe ich an den ausgelagert. denkt man nur manchmal, wenn man das durchschaut hat, was das Asset ist, dann muss man wiederum vorsichtig sein, dass man nicht zu seiner eigenen Kopiermaschine wird und das dann, was eigentlich Ureigenes ausmacht. Ich habe das schon oft im Kabarett beobachtet, wenn welche ganz groß werden und draufgekommen sind, was das ist, was die Leute so lieben, dass dann irgendwann unauthentisch wird und nicht mehr so glaubwürdig. Aber auf der anderen Seite, ich finde auch Leute, die konsequent bei sich sind oder bleiben, auch großartig. Ich hatte einmal eine Darmgrippe, ich fange die Einleitung deswegen so an, weil ich hatte dann eine Box, alle Lukas Resitaritz-Programme irgendwann geschenkt bekommen, ich glaube, war 15 oder Programme. Und ich habe mir dann alle 15 Programme in dieser Krankheitsphase durchgeschaut. Ich habe 30 Stunden Lukas Resitaritz Binge-Watching. Ich habe mir gedacht, ich mache Binge, ich mache nicht Breaking Bad, ich mache Breaking Lukas. Ich habe 30 Programme Lukas Resitaritz angeschaut. Und ich fand am meisten bewundernswert diese Konsequenz der Erzählweise und die Art, die Themen vorzubringen und nicht runterzugehen. Über diese Jahre haben sich die politischen Umstände teilweise für ihn verschlechtert, von dem, was er sagt und was passiert ist bei Wahlen. Das ist massiv. Und er bleibt dran, er bleibt konsequent und er hat auch gegen das Publikum geredet. Das spürt man manchmal sogar richtig. Und er ist so unvorstellbar. Er war immer der gleiche ein bisschen mit gewissen Tendenzen, die ein bisschen poetischer waren, da waren sie wieder politisch aggressiver, aber er ist einfach dranbleiben. Er ist einfach bittenbleiben. Den hast du einfach nicht verändern und verbiegen können. Und das hat bei mir, wenn du das mit Binge-Watching oder wenn du über einen Menschen so drüber schaust, dass so eine unglaubliche Autorität kriegt. Und das hat, das hat mir sehr imponiert. Voll schön. Klaus, ich wünsche dir, dass du im besten Fall nicht mehr an diesen Punkt kommst, wo du dir, oder vielleicht da, vielleicht ist es auch cool, vielleicht sollte man sich auch bewusst, ohne dass es schon sozusagen eine Minute vor 12 ist, einfach bewusst, immer wohlgemerkt, wenn man es sich leisten kann, unter Anführungszeichen, das muss man, kann natürlich sich nicht jeder leisten und in vielerlei Hinsicht. Ja, vielleicht sollte man sich sogar alle zwei Jahre bewusst. Das stimmt total, was du sagst mit dem Leisten. Das sehe ich auch so. Das ist natürlich auch ein Luxusthema. Aber ich glaube, man muss sich halt im Leben, glaube ich, klar werden, wofür investiere ich mein Geld. Es gibt ja aus der Glücksforschung, in Dänemark habe ich das gelesen, fand ich ganz interessant, der dänischen Glücksforschung, die da relativ groß ist. Wenn du 500 Euro hast und die investierst du entweder in eine Sache, also du kaufst dann ein neues Handy, oder du investierst in ein Erlebnis, in eine Radreise mit deinem besten Freund oder mit deiner Frau oder wem auch immer, dann sind die 500 Euro ins Erlebnis viel besser investiert. Das Handy hat 10 Sekunden gefreistet. Obwohl es so vergänglich ist, theoretisch. Das Handy hat eigentlich 4 Jahre, aber ist eigentlich innerlich vergänglich. Innerlich ist das Glücksgefühl, bleibt sehr kurz. Und dieses Erlebnis bleibt sehr lang. Ich glaube wahrscheinlich, dass es,
ist jetzt meine persönliche Meinung, also wirklich, ich will jetzt nicht, das habe ich mir noch ein bisschen angelesen, ist es natürlich gescheit, wenn man sich überlegt, kaufe ich mir ein neues Auto oder nehme ich mal 5 Monate Zeit und mache weltweit Wandern. Ich überlege mir gerade, dass ich in Kolumbien in 3 Jahren wieder, dass ich irgendwo herumhatsch, weiß ich nicht. Und dann möchte ich das in ein Erlebnis investieren, weil das ist für dich, in Wahrheit geht es doch im Leben nur darum, dass man mit sich besser zurechtkommt und sich selber irgendwie weiterentwickelt und eine angenehmere Person für sich und für andere wird. Und das geht, finde ich, schon sehr stark. Und da bringt der Tesla oder der Tesla ist jetzt wurscht, irgendeine Sache, ja, bringt dir weit weniger als eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die du, ja, und da ist mir jetzt auch klar, dass ich da in dieser Deal-Erfahrung oder Ware, da weiß ich ganz genau, wo jetzt mein Geld investieren oder wo die Priorität, wo meine Priorität. Ja, voll schön, voll schön. Ich bin auch manchmal abschließend zu sagen, bei mir selber schockiert oft, dass man bei einem Wirtshaus sich überhaupt keine Gedanken macht. Und wenn es zum Beispiel dann darum geht, dass man sagt, okay, Physio kostet eine Stunde XY den Betrag, man sich denkt, ah, ist ja wurscht, das wird schon irgendwie noch gehen. Und dass man wie manchmal da die Prioritäten für den eigenen Körper oder soll es die Psychohygiene sein, gell? Total, also, ja. Ich meine, das ist auch das manchmal. Im Wirtshaus, man muss dann natürlich differenzieren, im Wirtshaus kann es das sein, wenn es ein guter Abend ist, dass du irgendwie sozial natürlich, kann einem auch ganz viel bringen. Gell? Das ist ja zum Beispiel, glaube ich, das ist eigentlich zum Schluss ganz ein schwieriges Thema, aber ich finde zum Beispiel, ich habe auch auf der Reise gemerkt, ein ganz großes Thema in der Gesellschaft, was überhaupt nicht thematisiert wird, aber ganz, ganz stark schwingt, ist das Thema Einsamkeit. Das ist immer ein interessantes Thema auf der Bühne zu thematisieren, Einsamkeit. Ich glaube, dass ganz viele Menschen eigentlich einsam sind. Durch das Corona ist es nochmal verstärkt worden. Es gibt viele Jugendliche, die einsam sind. Es gibt viele alte Leute, die sind einsam. Und es gibt auch Leute in Gesellschaft, die einsam sind. Die eigentlich die Einsamkeit, da gibt es vom Hesse ein sehr schönes Gedicht, kann ich mich erinnern, in meiner Schulzeit, da geht er auf eine Party und spürt eigentlich die Einsamkeit umso mehr, je mehr Leute er antrifft. Ich weiß nicht, wie es heißt, das war wirklich ein tolles Gedicht. Und ich habe das auch auf den Reisen, habe ich oft mit Leuten, ich war manchmal alleine, aber überhaupt nicht einsam. Manchmal, ich bin dann mit so einer Motorradgruppe in Vietnam mal gefahren, da habe ich mich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, da habe ich mich plötzlich sehr einsam gefühlt. Und ich finde das, allgemein fühle ich mich schon sehr verbunden. Ich habe Gott sei Dank ein gutes Sozialleben und das ist nicht so ganz mein persönliches Riesenthema, aber ich habe Riesenangst vor dem, weil ich weiß, das ist eigentlich das Runterziehendste, was dir passieren kann, ist, wenn du isoliert bist mit deinen Themen. Vor dem, wenn ich wirklich vor was Angst habe, ist vor Einsamkeit. Und das kann man, ja, da muss man, um das muss man sich kümmern. Und deswegen, wenn die Leute im Wirtshaus sind, ja, und dort irgendwie einen sozialen Kontakt und diese Einsamkeit auflösen, selbst wenn sie über die Politik nur schimpfen und über Corona schimpfen und über den Putin schimpfen und über alles, und es passiert nichts, aber sie synchronisieren ihr Gefühl, sie synchronisieren ihre Unbeholfenheit gegenüber der Weltlage und das verbindet sie. Also die Hilflosigkeit in Verbindung bringen. Dann ist es ein gut investiertes Geld. Dann ist es eine Geld. Super Investition. Ja. Ich habe eher das als Pseudonym dafür gemeint oder als Symbolik Wirtshaus im Sinne von ungesundes Alkohol. Also du meinst aber, so, ja. Aber fließt ja auch mit dem rein. Aber du hast schon recht. Also, wenn man dort ein Bier trinkt, kann es ein gut investiertes Geld total sein. Also ich bin eigentlich mehr für die Gastro. Ja, da treffen sich so lange die Leute. Ich bin mir auch tausendprozentig sicher, die Menschen würden sich nicht annähern, dass sie sich im Internet sagen, im Wirtshaus sagen. Ja. Die alle sollen sich mal treffen und sag den Tweet, lies es jetzt dem ins Gesicht vor. Ja. Nein, so meine ich es doch nicht. Also war mir nicht. Ja, weil das sind alle feig. Das Problem ist eigentlich, besteht in sozialen Medien aus ganz vielen feigen Menschen, die sich das analog nie sagen trauen würden. Der Roland hat das mit einem wunderschönen Vergleich gebracht. Der hat gesagt, Facebook ist so, wie wenn du im Auto hinter der Windschutzscheibe schickst. Da macht man ja auch voll den Rambo. Aber wenn der dann natürlich bei den Fenstern steht, wirst du wahrscheinlich dann schon überlegen, ob es das... Dann ist aber die Lösung Cabrio-Pflicht. Das wäre in Österreich die Lösung. Alle sitzen im Cabrio und dann schimpfen es weiter und dann schauen wir, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja. Und nein, da lernt man vielleicht Diplomatie. Oder Diplomatie ist auch... Kompromiss hat heutzutage auch so ein schlechtes Image. Alles ist ein Kompromiss. In der Politik Kompromisse muss suchen, im Privatleben. Wir müssen einfach alle ständig in den Kompromiss gehen und wir können nicht unklar erwarten, dass jeder unsere Meinung teilt und deswegen müssen wir auch eine Form finden, wie wir was dem anderen mitteilen. Und da sind wir wieder bei dem Beleidigtsein. Es ist eben alles so in Nuancen heutzutage. Es ist nicht heutzutage überhaupt. Es ist alles nicht schwarz-weiß und ich glaube, dafür muss man wirklich ein Plädoyer halten für diese, da sind wir wieder bei dem Schlussbegriff, den ich wirklich so gerne mag, Ambivalenz im Leben. Voll schön.
Klaus, und ich muss auch Danke sagen für deine Offenheit, weil ich glaube auch, dass es ganz wichtiger ist, dass Menschen wie du, die in der Öffentlichkeit stehen, weil ich glaube, darüber reden ist auch manchmal nur so ein Tabuthema, gerade über solche Sachen zu reden, dass man, was weiß ich, dass man knapp dem Burnout oder im Burnout war oder wie immer man das jetzt auch nennen möchte. Ich finde es schön. Also danke vielleicht im Namen ganz vieler, dass du so offen und ehrlich mit dem Thema, weil ich glaube, das ist auch ein schönes Statement und eine schöne Botschaft, dass man auch offen und ehrlich zu seinen Sorgen und Ängsten und Problemen stehen kann. Gell? Gebe ich dir völlig recht. Auf der anderen Seite, ich habe natürlich, das muss ich leider nicht noch ein Schlusswort wegnehmen, aber ich merke es halt heutzutage, also ich bin auch passiv teilweise auf sozialen Medien und da gehen Leute hin und publizieren ihre Depressionen und gehen von Talkshow zu Talkshow und machen dann, das hat manchmal so einen, da habe ich mir immer so schwer getan, so einen, ein bisschen einen Geruch von noch Vermarktung der Krise. Also gibt es mit Sicherheit zuhause. Ja, also ne? Und da habe ich mich innerlich total gewehrt, ehrlich gesagt, weil da habe ich mir gesagt, das will ich überhaupt nicht. Ich will ja kein Buch mit der Krise verkaufen oder ich will keinen Film mit dem verkaufen, sondern es war leider meine Lebenssituation. Ja, passiert allen einmal, glaube ich, behaupte es. Jeder hat eine andere Strategie, um das zu bewältigen. Aber da hat mich auch gehemmt, überhaupt mit irgendwem, jetzt rede ich mit dir drüber, aber überhaupt zu reden in der Öffentlichkeit, weil ich will nicht, dass man glaubt, so, aber jetzt will er Tickets verkaufen. Jetzt tue ich mir leicht, weil ich bis Weihnachten ausverkauft bin, habe ich gesehen. Das heißt, wenn du das jetzt publizierst, kann man mir nicht unterstellen, das macht er, weil er Karten verkaufen will. Deswegen ist mir der Zeitpunkt gar nicht so unrecht, als wenn jetzt viele Karten zu haben sind, weil dann hat schon wieder das, Ganz ehrlich, ich glaube, ein empathischer Zuschauer hätte auch ohne diese Erklärung für sich schon feststellen okay können. Ja, du hast nur empathische Zuschauer. Hoffentlich. aber das glaube ich, da gehe ich davon aus, dass man diese Marketing-Subbotschaft durchspüren würde, wenn sie denn. Und ich darf das vielleicht kurz vor laufender Kamera sagen. Wir haben vor Monaten schon zum ersten Mal darüber gesprochen, ob wir das vielleicht machen, das Gespräch. Und du hast einfach urlang dir Bedenkzeit erbeten und zu sagen, hey, ich weiß noch nicht, ob ich darüber reden möchte. Mm. Also das kann ich jetzt zum Beispiel. Ja. Aber die Erklärung wäre jetzt, es ist schön, wenn du es dazu sagst, aber ich glaube, man spürt, also ich würde sofort spüren, wenn das ein Marketing-Gag sein sollte. Und ich bin mir sicher, das gibt es zuhauf, dass man, aber vielleicht auch nur bei Leuten, die das dann schon so verarbeitet haben, dass es dann vielleicht wirklich auch Marketing sein kann, wenn man es für sich selber schon so. Aber es ist jetzt auch wieder ein großes Thema. In jedem Fall danke. Ich sage danke. War schön. Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Klaus, danke für deine Zeit. Danke für die schöne Gesprächsführung einmal. Ja. Mach's das gut. Voll gerne, Klaus. Danke für dein Vertrauen. Danke fürs Zuschauen. 17.000 Mal danke. Macht's es gut. Ciao.